Ja, hallo ihr Lieben. Ihr fangt gerade an, euch zuzuschalten. Hier redet ihr mit Bicorp Deutschland und der Gemeinwohlökonomie Bayern und es ist das Lieferketten mit Potenzial-Webinar zum Thema Reduktion von Ungleichheiten, SDG 10. Und wir warten jetzt noch ein bisschen, bis ihr euch weiter zuschaltet und dann geht es aber auch gleich weiter. Und wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Und die, die schon im Publikum sind, können ja vielleicht mal kurz schon anfangen, sich mit den Gegebenheiten hier bei Zoom auseinanderzusetzen. Wir würden uns zum Beispiel freuen, wenn ihr uns über den Chat verratet, von wo euch ihr euch zuschaltet. Da würden wir uns sehr freuen. Vielleicht könnt ihr mal die Zeit kurz nutzen. Wir warten noch ein bisschen darauf, dass sich noch ein paar mehr von euch zuschalten. Wir haben hier schon jemanden aus Baden-Baden. Hallo. Wir haben. Worum ich euch bitten möchte, ihr habt alle euch über einen bestimmten Link eingeschaltet. Wir hatten leider eine kleine Panne mit dem Link, den wir euch zugeschickt haben. Es wäre total schön, wenn ihr vielleicht euch umbenennen könnt, falls das funktioniert. Es kann aber auch sein, dass das nicht funktioniert. Dann haben wir hier nämlich einige. Janneke Wagners am Start. Das ist aber alles kein Problem. Also erstmal, also hat sich jemand aus Den Haag dazu geschaltet. Schöne Grüße nach München. Schöne Grüße nach Peißenberg. Hallo aus Köln. Dann Rothenburg ob der Tauber. Sehr schön. München natürlich. Wir haben ja auch die Gemeinwohlökonomie Bayern am Start. Schöne Grüße nach Hamburg, nach Düsseldorf. Und ja, das kommt auch gleich nochmal, die Präsi wird es nachher geben. Schöne Grüße nach Landsberg am Lech und schöne Grüße nach Bremen. Wir freuen uns riesig, euch dabei zu haben. Ja, wir warten mal noch eine kleine Minute, aber ihr seid hier bei Lieferketten mit Potenzial, Reduktion von Ungleichheiten, eine Koproduktion von Bicorp Deutschland und der Gemeinwohlökonomie Bayern. Sehr schön. Ja, also, dann legen wir einfach los. Und noch einmal, wir freuen uns riesig, dass ihr bei uns seid. Wir haben euch ein schönes Event zusammengestellt. Und sagt gerne weiter, wo ihr euch zuschaltet aus dem Chat. Mein Name ist Katja Bartholmes. Und ich möchte euch ganz, ganz herzlich auch im Namen von meinem Co-Moderator und von unserem Orga-Team sehr, sehr herzlich begrüßen heute. Es geht, wie gesagt, um Lieferketten mit Potenzial, die Reduktion von Ungleichheiten, Thema SDG 10. Und ihr werdet erfahren, wie dieses Thema angegangen wird, zum einen bei Entwicklungsorganisationen, in Unternehmen und dann auch auf kommunaler Ebene. Und wir haben jetzt schon die zweite Koproduktion mit der Gemeinwohlökonomie Bayern, also wir als B-Lab Deutschland, veranstaltet und haben aus der ersten Veranstaltung gemerkt, dass ihr immer sehr viele Fragen habt. Also haben wir diesmal richtig viel Platz gelassen in den Q&A-Sessions. Also falls euch während der Zeit was einfällt, fragt uns das gerne. Aber jetzt gehen wir vielleicht mal kurz los. Ein paar Worte zum Thema B Corp Movement. Also das ist eine weltweite Bewegung und eine Community von Unternehmen, die sich also die Verantwortung für den Impact ihrer Geschäfts Tätigkeiten dafür verantwortlich sein wollen, den messen wollen und sich quasi darüber für eine soziale, ökologisch nachhaltige Wirtschaft einsetzen. Es gibt weltweit über 3.500 zertifizierte B Corporations, darunter Unternehmen, die ihr vielleicht auch kennt. Patagonia ist dabei, Einhorn, die wir heute auch am Start haben. Dann Soul Bottles zum Beispiel, Ecosia, es gibt viele. Und das Herzstück der B Corp Bewegung ist sozusagen das B Impact Assessment. Das ist ein digitales, kostenloses Tool, was Unternehmen nutzen, um den Impact ihrer Geschäftstätigkeiten zu messen und dann auch kontinuierlich zu verbessern. Und das ist etwas, was weltweit über 70.000 Unternehmen verwenden, weil es ist, wie gesagt, kostenlos zu verwenden und hilft den Unternehmen sehr dabei, eben einfach einen Einstieg zu finden in dieses Nachhaltigkeitsthema. Ja, und mein Name ist Katja Bartholmes. Ich gehöre mit zum Gründungsteam von B-Lab Deutschland und möchte jetzt erstmal an Alexander Rossner weitergeben.
von der Gemeinwohlökonomie Bayern, der wir uns sehr inhaltlich auch sehr verbunden fühlen. Und wir freuen uns immer sehr, dass wir da gemeinsame Sachen machen können. Alexander, kann ich das eigentlich weitergeben? Gerne, danke Katja. Ja, auch im Namen von Gemeinwohlökonomie Bayern ein herzliches Grüß Gott. Ich freue mich, dass wir jetzt schon zum zweiten Mal hier gemeinsam mit B Corp Deutschland so ein wunderbares Webinar durchführen, wenn wir auch heute, glaube ich, so ein bisschen Anfangsschwierigkeiten zu haben scheinen. Vielleicht ganz kurz für die, die ausschließlich, ich will nicht sagen nur, aber ausschließlich B Corp sind. Die Gemeinwohlökonomie versteht sich so als Ergänzung zur Marktwirtschaft und soll diese wertorientierte ökologische und soziale Ziele erweitern. Zudem haben wir ähnlich wie B Corp auch eine Art Werkzeugkasten, die für Unternehmen, Kommunen, Organisationen aller Art bereitstehen. Das wichtigste Element, das kennt man vielleicht der Gemeinwohlökonomie, ist die sogenannte Gemeinwohlbilanz, die anhand von 20 Kriterien über die nicht finanzielle Leistung von Organisationen erstellt wird. Und diese 20 Kriterien drehen sich der Gemeinwohlmatrix entsprechend um die Werte Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, Transparenz und Mitentscheidung. Und bei der Erstellung dieser Bilanz wird dann eben sichtbar, wie viel Potenzial das jeweilige Unternehmen, die jeweilige Organisation dann noch hat. Also Luft nach oben gibt es da meistens oder gibt es in den meisten Fällen, wenn nicht gar immer. Die Gemeinwohlbilanz kann, wie ich schon sagte, von Organisationen aller Art erstellt werden, also Unternehmen, Vereine, aber auch Kommunen. Und wir haben die Zahlen, habe ich jetzt aus verschiedenen Quellen zusammengetragen, seit der Entstehung. Wir haben bald 10-jährigen Geburtstag im Herbst, also zum Tag der Eröffnung des Münchner Klimaherbstes. Haben wir 2.500 Unternehmen etwa, die sich uns angeschlossen haben, 175 Organisationen und um die 10.000 Personen, die die Gemeinwohlökonomie unterstützen und weiterentwickeln, in etwa 100 Regionalgruppen. Und wir sind in Bayern relativ stark. Wir haben an die 20 Regionalgruppen, wenn ich mich nicht täusche. Und falls ihr weitere Informationen haben möchtet zu Gemeinwohlökonomie, auf der Seite ecogood.org, also ecogood.org, findet ihr Materialien, Anleitungen und Beispiele für Gemeinwohlbilanzen von Unternehmen und Gemeinden. Und ich freue mich auf einen tollen Tag mit euch und mit B-Corp und gebe zurück an die Katja. Wunderbar, danke schön. Dann gehe ich gleich weiter und dass wir uns ein bisschen mit der Agenda vertraut machen. Und nochmal ein kurzer Hinweis, also zum Thema SDGs. Also es ist natürlich auch passend, dass wir das hier im September 2020 tun. Denn im September 2015 wurden die ja bei der United Nations Global Assembly verabschiedet. Also es ist jetzt quasi das 5-jährige Jubiläum. Und dann passt es ja auch sehr gut, dass wir uns hier mit dem SDG 10, der Abbau von Ungleichheiten auseinandersetzen. Das ist ja auch ein sehr wichtiges Thema. Ja, ein Blick auf die Agenda, also der Willkommensgruß von Katja Bartholmes und an Alexander Rossner, das findet ja schon gerade statt. Wir gehen dann auch gleich nochmal in die Housekeeping-Themen über. Danach kommt von Thorsten Grantner, von den Umweltgutachtern Omnicert, ein Impulsvortrag zum Thema SDGs. Danach gibt es eine Q&A-Session. Also wie gesagt, stellt gerne über den Q&A-Button unten Fragen, also während des Vortrages, und danach werden wir dann darauf eingehen. Dann geben wir weiter an Dr. Franziska Humbert von Oxfam, die dann die Perspektive aus einer NGO-Perspektive mit euch teilen wird. Wie gesagt, danach gibt es wieder eine Q&A-Session. Dann geben wir an Lena Ganswind von Einhorn weiter, die Perspektive aus einer unternehmerischen Sichtweise mit euch teilen wird. Und dann haben wir zu guter Letzt die Perspektive von einer Gemeinde. Und zwar haben wir da die Stadträtin von der Stadt München, Julia Post, am Start. Ja, und dann haben wir am Ende auch noch Platz, um uns mit euch noch ein bisschen stärker auszutauschen. Denn wir sind sehr, sehr gespannt darauf zu hören, also was ihr schon zum Thema Lieferketten in euren eigenen Organisationen macht. Und vielleicht auch, wo ihr euch durch die Vorträge zu weiteren Schritten habt motivieren lassen. Ja, und jetzt noch mal ein paar Worte zu den Housekeeping-Punkten. Ja, also wie gesagt, Q&A nach jeder Session, stellt eure Fragen, nutzt den Q&A-Button da unten und über den Chat-Button, wo ihr uns auch schon erzählt habt, wo ihr herkommt, also zum Beispiel aus Gauting und zum Beispiel aus Bremen hatten wir schon, Landsberg, könnt ihr auch miteinander reden.
Wenn das Deck nicht vollständig sichtbar ist, also verschiebt einfach die Speaker-Tiles. Und dann die Frage kam auch schon, also das Deck wird dann als zusammengefügtes Deck am Ende mit euch geteilt, also an alle, die sich hier registriert haben. Und eine Sache wollen wir ausprobieren, also wir lassen uns von unseren anfänglichen technischen Herausforderungen nicht entmutigen. Wir wollten auch euch die Möglichkeit geben, also falls ihr mutig seid und falls ihr sagt, okay, wenn ich meine Frage stelle, dann möchte ich die auch irgendwie persönlich stellen, dann macht eine Indikation, schreibt einfach vielleicht mutig in Klammern und dann, wenn wir eure Frage auswählen, dann sagen wir, dann würden wir euch die Möglichkeit geben, die dann persönlich zu teilen. Und wenn ihr euch die Haare nicht gekämmt habt, das bleibt auch alles nur im Audiobereich. Okay, gut. Braucht euch die Haare nicht extra kämmen. Gut, dann gehe ich davon aus, dass das alles klar ist. Und dann würde ich mich nochmal ganz kurz beim Orga-Team bedanken. Also zum Beispiel bei meiner Kollegin Janneke Wagner von VLab Deutschland. Vielen Dank an Michael von Gerichten, auch von der Gemeinwohlökonomie Bayern. Und dann an Gina Stahl, eine unserer B-Leaderinnen, die bei der B-Corp für Consult arbeitet. Vielen, vielen Dank an euch alle. Und ich gebe weiter an Thorsten. Und wir schalten uns dann auf stumm und ohne Video, aber wir sehen uns im weiteren Verlauf. Und Thorsten, du kannst jetzt gleich beginnen, deinen Screen zu teilen. So, Katja, vielen Dank. Du müsstest mir nur erlauben, dass ich... Wunderbar, dann vielleicht noch auf Präsentationsmodus, aber dann passt das alles. So, passt. Wunderbar. So, ich bin also jetzt von mutig zu mutig gewechselt und freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung, Alexander und Katja. Ich steige mit einem kleinen Impulsvortrag ein zum Thema Lieferketten mit Potenzial, Reduktion von Ungleichgewichten in der Lieferkette. Mein Name ist Thorsten Grandner, ich bin Umweltgutachter und Inhaber der Firma Omnicert. Wir sind knapp 40 Mitarbeitende und sind zugelassene Zertifizierungsstelle für diverse Normen, Gesetze und so weiter. Ich beteilige mich auch seit 10 Jahren in einem Beirat, in einem Ausschuss, der nennt sich Umweltgutachterausschuss am Umweltministerium. Ich bin dort stellvertretender Vorsitzender. Und ja, wir zertifizieren auch das System Cradle to Cradle, weil wir es einfach eine tolle Sache finden. Und auch das beschäftigt sich sehr stark mit internationalen Lieferketten. Wir sind selbst auch eine zertifizierte B Corp. Wir haben vor 3 Jahren damit begonnen. Und wir sind auch Teilnehmer an der Gemeinwohlökonomie, also die Systemunterschiede müssen wir jetzt nicht großartig diskutieren, aber ich denke, wer das eine versteht, versteht das andere auch und umgekehrt. Wir selbst, meine Frau und ich, halten auch sehr viel von Lieferketten. Wir haben unser Haus möglichst regional und mit möglichst kurzen Lieferketten gebaut, was dazu führt, dass es einen sehr geringen Klimafußabdruck hat und auch relativ ökologisch aufgebaut ist. So, wir fokussieren uns auf das Thema SDGs. Es ist erstmal wichtig herauszufinden, welchen Beitrag eine Firma oder Organisation zu den SDGs überhaupt leistet. Es gibt 17 Weltentwicklungsziele, wie ihr sicherlich alle wisst. Wir haben die für uns relevanten mal herausgefunden und wir konzentrieren uns jetzt heute auf das Thema Reduced Inequalities. Ich habe euch, beziehungsweise die Andrea Berglehner, die auch hier mit dabei ist, hat euch einige Teile rauskopiert. Wenn ihr euch über die SDGs informiert, dann werdet ihr feststellen, dass es nicht nur bei diesen bunten Kästchen bleibt, sondern dass da auch tatsächlich was dahinter steckt. Nämlich, es geht darum, die Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern zu egalisieren oder zu reduzieren, je nachdem. Und dazu könnt ihr euch auf den Seiten der Vereinten Nationen ganz gut darüber informieren, wie
wie dieses Ziel, dieses SDG 10 sich im Einzelnen herunterbricht. Es gibt da nämlich in Summe 10 Unterziele, die alle einigermaßen gut messbar sind, und daran kann man sich als Unternehmen schon ganz gut entlanghangeln. Das ist erstens, dass man Einkommensunterschiede egalisiert. Wenn man sich jetzt Deutschland anguckt und zum anderen Lesotho oder Eswatini oder die Fidschi-Inseln, dann wird man feststellen, dass es da natürlich einen eklatanten Einkommensunterschied gibt. Es geht darum, auch soziale, politische und wirtschaftliche Inklusion zu betreiben und dass man auch die Chancen auf Teilnahme steigert und auch die Unterschiede reduziert, Diskriminierung reduziert. Bei End fehlt uns Discrimination, das kriegen wir dann danach und so weiter. Also wir gehen durch diese 10 Unterpunkte des SDG 10 durch. Und ich finde es sehr wichtig, wenn eine Firma sich zum Thema Nachhaltigkeit committet, dass man dann auch wirklich konkret benennt, worum geht es denn? Und nicht nur global sagt, ja, natürlich haben wir Interesse daran, Unterschiede zu egalisieren, sondern wirklich konkret ins Eingemachte reinzugucken. Wir werden dazu jetzt dann im Nachgang einige Vorträge auch hören, einige tolle Beispiele. Ich wollte euch an dieser Stelle, wir gehen das jetzt nicht im Einzelnen durch, keine Angst, ich wollte euch an dieser Stelle allerdings zeigen, man kann hier wirklich auch sehr stark diese Ziele weltweit messen. Es gibt eine Homepage, die heißt sdgtracker.org, glaube ich, ist die Adresse. Und da kann man nachgucken, wo sich die Welt denn im Moment befindet. Weil die SDGs sind für 15 Jahre ausgelegt, 2015 bis 2030. Und wir haben das erste Dritteljahr jetzt schon hinter uns. Also müsste ja, zumindest in der Theorie, schon was passiert sein. In welche Richtung das gegangen ist, kann man in dem SDG-Tracker ganz gut nachgucken. Aber hier seht ihr jeweils ein Ziel und jeweils eine Kennzahl dazu. Und genau sollten das Organisationen auch aufbauen. Man setzt sich ein Ziel und man entwickelt eine Kennzahl dazu, um dieses Ziel zu verfolgen und zu messen. Und das kann man auch über die Lieferkette ganz gut. Und das gibt es eben für jedes dieser 10 Indikatoren, für diese Unterziele des SDG 10. So, wie gesagt, wir gehen da jetzt nicht im Einzelnen durch, weil das füllt mit Sicherheit einen längeren Vortrag als 10 bis 15 Minuten. Wozu ich euch ermutigen möchte, ist, guckt da mal rein und lest nach und dann analysiert eure eigene Lieferkette. Bei der ersten Ebene, bei euren direkten Lieferanten, werdet ihr feststellen, ihr habt wahrscheinlich eine höhere Beeinflussbarkeit. Je nachdem, wie groß die Firma selbst ist und wie groß der Lieferant ist, hat man mehr oder weniger Einfluss. Der Einfluss sinkt aber sukzessive durch die Lieferkette durch. Ja? Also die Ebene 1, Tier 1, Tier 2, Tier 3, muss man sich erstmal aufzeichnen, um festzustellen, wie lang ist denn meine Lieferkette überhaupt. Und wir empfehlen dann, dass man eben dann aufzeichnet, wie groß ist die Relevanz dieses Lieferanten auf das SDG 10, auf die Reduced Inequalities, und wie hoch ist meine Beeinflussbarkeit. Und daraus leite ich dann spezielle Maßnahmen ab und gucke, ist es direkt oder indirekt. Wenn man jetzt keine Ahnung hat, wie es denn aussieht überhaupt bei den Lieferanten, weil man die vielleicht selber gar nicht kennt oder die vor allem im Ausland sind. Ich denke, von Einhorn haben wir da beim letzten Mal ein tolles Beispiel gehört. Führt man eine Risikoanalyse durch. Das kann man mit einem bestimmten Tool machen. Das Ganze nennt sich Social Hotspots Database. Die Andrea bei uns im Haus arbeitet relativ viel damit. Im Rahmen der Cradle-to-Cradle-Beurteilung ist das ein Pflichtbestandteil. Und es geht eben um die Einhaltung von Menschenrechten, Gesundheit, Sicherheit, Arbeitsschutz, Gemeinschaft. Und es ist eine kostenpflichtige Datenbank. Man kann aber auch hier direkt
die Länder einzeln auch nach Produktkategorien und nach Sektoren analysieren und kann dann eine risikobasierte Einschätzung durchführen. Und diese Risikoanalyse führt man auch durch, zum Beispiel mit kostenlosen Tools von UNICEF, von, es gibt eine List of Goods produced by Child Labor, also Kinderarbeit. Es gibt von der Internationalen Organisation für Arbeit, von der ILO, gibt es bestimmte Reports und so weiter. Was auch ein sehr gutes Tool ist, ich kann es nur empfehlen, ist dieser SDG Action Manager oder das B-Impact Assessment oder das Tool vom UN Global Compact, was ja alles hier zusammenfließt bei dem SDG-Tool. Dann definiert man Ziele, das heißt, man verkürzt vielleicht seine Lieferkette, man kommuniziert aktiv mit seinen Lieferanten, man baut Lieferantenbeziehungen auf, bespricht diverse Themen und versucht, diese Entwicklung messbar zu machen. Das Ganze kann man dann anhand von diversen Systemen überprüfen. Auch darauf gehe ich jetzt nicht ein. Wichtig ist, es gibt hier eine sehr große Vielfalt bei diesen Systemen. Und wichtig ist auch, dass man sich wirklich einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess unterwirft, weil die Lieferkette kann man nicht von heute auf morgen beeinflussen. Da braucht man Ausdauer und viel Mut. Und das wird jetzt dann auch mein Stichwort sein, denn ich freue mich auf die nächsten Vorträge und ich gehe jetzt dann wieder von Mute auf Mute und ihr könnt entweder mir oder der Andrea jetzt noch ein paar Fragen stellen und dann würde ich gerne den Ball zurückspielen an dich, Katja, und bedanke mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Dankeschön, lieber Thorsten. Unser Publikum war jetzt noch gar nicht so mutig, wie wir es normalerweise kennen. Wir haben jetzt noch gar keine Fragen aus dem Publikum. Darum würde ich einfach sagen, hat jemand jetzt spontan noch eine Frage an den Thorsten zum Thema SDGs allgemein, zum Thema SDG 10 und auch vielleicht, wie man solche Tools, die ja auch am Ende euch helfen können, wie man die vielleicht einsetzt. Wir haben eine Frage von, wir haben hier eine Frage von jemandem, der sich erzählen möchte. Moment, Heiko, ich schalte dich nur schnell. Vielleicht kannst du es noch lassen, Thorsten. Wir sehen dein Screen noch. Und Heiko, du kannst jetzt deine Frage stellen. Gut, ja. Könnt ihr mich hören alle? Ja, sehr gut. Gut, danke. Also was mich interessiert ist, dieses Thema SDG 10, Income Inequality, das fand ich ein super Beispiel, aber als Unternehmen, wie gehe ich denn da vor, um zu priorisieren, welche ich mir wähle? Wie gesagt, es gibt eine große Liste, muss erst mal schauen, welche sind überhaupt für uns relevant und wie geht man denn da weiter? Vielleicht wäre da also sozusagen ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ganz interessant, wie ihr das gemacht habt. Ganz kurze Rückfrage, meinst du jetzt innerhalb dieses SDG 10 oder um zu ermitteln, welche SDGs überhaupt relevant sind, also von 1 bis 17? Ja, Thorsten, danke, ja, gute Nachfrage. Also beides, also erstmal, wie seid ihr jetzt konkret erstmal auf dieses SDG 10 gekommen und dann weiter, dann auch weiter runter? Aber ich denke, der erste Schritt ist auch erstmal der schwierige. Vielleicht ergibt sich der Detail, die Detailfrage dann leichter, aber für mich wäre es erstmal, wo fange ich denn da überhaupt an? Ja, also es gibt da gute Leitfäden. Du kannst da zum Beispiel bei emas.de nachgucken. Du kannst eine sogenannte, wenn es jetzt um ökologische Faktoren geht, machst du eine sogenannte Umweltrelevanzbewertung. Die Methode ist da ganz gut beschrieben. Und ja, diese Relevanzbewertung kannst du natürlich auch kaufmännischer Natur machen, damit du guckst, wo hast du denn das höchste Einkaufsvolumen, jetzt wenn man auf die Lieferkette fokussiert. Oder bist du Dienstleister, bei einem Dienstleister wirst du, ich zeige das Beispiel mal bei uns vielleicht kurz her, wir sind als Dienstleister, also das ist unsere Auswertung als Dienstleister, wir sind viel unterwegs, bei uns ist Geschäftsfahrten sehr relevant. Oder die Vorbildfunktion für die Stakeholder oder unsere Fahrzeugflotte. Und alles, was rund ist hier, das können wir direkt beeinflussen. Und alles, was eckig ist, können wir indirekt beeinflussen.
Und wir haben dann für alles, was wir als, für uns ist zum Beispiel gefährliche Abfälle kein großes Thema, weil wir keine gefährlichen Abfälle erzeugen. In dem Sinn vielleicht mal eine Spraydose oder so, aber das war es dann schon. Und so schieben wir sozusagen hin und her, was relevant ist und mappen das dann auf die jeweiligen SDGs und gehen dann mit diesem SDG Action Manager weiter, um Ziele zu definieren, und zu diesen Zielen definieren wir dann Maßnahmen. Und in größeren Organisationen würdest du strategische Ziele definieren, auf die wiederum operative einzahlen und auf die zahlen wiederum Maßnahmen ein. Also am Schluss hast du 10 Maßnahmen, die zahlen auf 3 operative Ziele ein, die zahlen auf ein strategisches Ziel ein, und das strategische Ziel wäre zum Beispiel SDG 10 zu optimieren, also die Lieferkette zu optimieren. Ja. Und dann könntest du darüber in dem Nachhaltigkeitsbericht berichten, indem du sagst, ja, das sind jetzt unsere SDGs. Vielleicht magst du dir da den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht der Umweltbank AG ansehen. Der fällt mir gerade spontan ein, die stellen das ganz gut dar, ja, zum Beispiel, wie die mit den SDGs umgehen. Ja, gut. Danke. Also das heißt, ein Startpunkt für euch war diese Bewertung mit dieser Matrix. Kannst du gerade nennen, was die horizontale Achse war? Das kann man nicht sehen durch den Chatbar unten. Heiko, wir haben jetzt noch, wir haben noch eine Frage, die würde ich jetzt einfach mal gerne weitergeben. Vielen, vielen Dank. Wir haben noch eine Frage aus dem Q&A, und zwar kannst du noch etwas näher, also an dich, Thorsten, natürlich, kannst du noch etwas näher auf den Cradle-to-Cradle-Zertifizierungsprozess eingehen, insbesondere den Ablauf und Unterschied zu GWÖ und B-Corp, beziehungsweise Ergänzungen. Okay, ich mache es ganz kurz. Cradle-to-Cradle ist eine Produktzertifizierung, GWÖ und B-Corp ist eine Bewertung einer Organisation. Das ist der Hauptunterschied. Wobei Cradle-to-Cradle auch betrachtet nicht nur, was wird produziert, sondern auch, wie wird es produziert. Und GWÖ und B-Corp gucken sich schon auch an, was wird produziert, aber der Fokus liegt bei den beiden Systemen, GWÖ und B-Corp, auf der Organisationsebene und beim anderen Cradle-to-Cradle auf der Produktebene. Wie das Ganze erfolgt, würde ich dich gerne an die Andrea Berglehner verweisen. Du kannst uns gerne anrufen oder uns Bescheid sagen, bei uns auf die Homepage gucken, weil mir geht hier die Zeit aus, die ich den anderen Referenten leider nicht klauen möchte. Aber ganz kurz gesagt, wir gucken uns alle Inhaltsstoffe an eines Produkts, gucken dann, wie es hergestellt ist. Und wenn beides gut ist, dann kriegt es ein Schildchen Cradle to Cradle. Das ist die ganz kurze Version. Dankeschön. Es gab noch eine Frage. Wäre es möglich, den Chart mit Links und Namen der Risikodatenbanken zu bekommen? Da würde ich einfach nur noch kurz darauf vermerken, dass wir am Ende das, also in einer Nachgang-E-Mail dann das Deck, also kombiniert alles rumschicken. Und dann habt ihr dann alle Informationen, die ihr jetzt gerade auch auf dem Bildschirm gesehen habt. Genau, und wir haben auch verlinkt, also wir haben die ganzen Sachen verlinkt, die Andrea, nicht ich, und die kann man dann anklicken und dann hüpft man dahin. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, lieber Thorsten, für deinen Beitrag. Schön, dass du uns hier das Feld so aufgemacht hast. Und dann möchte ich gern Frau Dr. Franziska Humbert von Oxfam begrüßen und Sie darum bitten, Ihren Impulsvortrag zu halten, also wie das Thema von dem aus einer NGO-Perspektive angegangen wird. Und du kannst auch deinen Bildschirm und deine Präsentation verteilen. Und ihr könnt wieder im Hintergrund Fragen stellen. Ihr habt es jetzt auch schon gemerkt, wie das ausgeht, wenn man sich traut und mutig eingibt, dann werdet ihr hier gefragt, dass ihr das teilen könnt. Aber ansonsten könnt ihr auch gerne einfach über den Q&A-Button die Fragen stellen und Franziska wird sie dann am Ende beantworten. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Franziska. Okay, vielen Dank. Ist das denn jetzt schon in der Bildschirmpräsentation oder noch? Noch nicht. Einzeln? Noch nicht, okay. Ja. Okay, ist das so gut? Okay, dann vielen Dank erstmal. Ich freue mich auch, heute hier zu sein und trage gerne bei, was Oxfam zu sozialer Ungleichheit macht und insbesondere, wie wir, also das ist mein Thema, oder mit ein paar Kollegen in unserem Team, wie man Missstände in globalen Lieferketten stoppt. Vielleicht 2, 3 Worte zu Oxfam vorher. Also Oxfam ist eine internationale Entwicklungsorganisation. Wir
bestehen schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Mittlerweile gibt es aber über 20 selbstständige Oxfams in eben 20 verschiedenen Ländern. Wir sind darüber hinaus tätig, also haben auch noch Büros in über 100 Ländern und verlagern wir weiter nach Süden. Also mittlerweile ist unsere internationale Geschäftsstelle auch schon in Nairobi und unser Ziel ist eben die weltweite Armutsbekämpfung. Ja, wir machen Entwicklungszusammenarbeit, also konkrete Projekte, aber genau das, wo ich tätig bin, wir machen eben auch politische Kampagnen und Advocacy-Arbeit, also engagieren uns auch politisch. Genau, worüber ich heute hier reden will, ist erstmal insgesamt das Thema soziale Ungleichheit bei Oxfam. Wozu arbeiten wir da? Und dann habe ich zwei Themen herausgegriffen, womit ich und noch ein paar andere sich insbesondere beschäftigen. Das ist unser Supermarktcheck, der jetzt schon im dritten Jahr besteht. Und das ist das Lieferkettengesetz, was ja immer mehr auch in der Presse ist. Und ja, vielleicht nur ein, zwei Worte. Also ich finde, das Thema des Webinars heute ist ja super passend, denn gerade ja auch die Covid-19-Krise hat ja wie so ein Brennglas auch die dramatische Krise in den globalen Lieferketten eben vor Augen geführt, während einige Unternehmen eben ihren Umsatz steigern konnten. Ja, müssen sich immer mehr und mehr Arbeiterinnen und Arbeiter im globalen Süden darum fürchten, wie sie überhaupt ihren Lebensunterhalt weiter verdienen sollen. Also hier natürlich auch, das nochmal besonders. Und ja, das Lieferkettengesetz dazu später, das ist ja auch medial immer mehr in aller Munde. Genau, erstmal soziale Ungleichheit bei Oxfam insgesamt. Und zwar will ich da nochmal auf unsere Arbeit zu Davos, also zum globalen Wirtschaftsforum, nochmal darauf hinweisen, weil vielleicht verbinden auch den Namen Oxfam viele gerade mit dem Thema, weil da haben wir das Thema soziale Ungleichheit, Inequality, seit 2014 in ganz anschaulichen Berichten an die Öffentlichkeit gebracht und zwar mit verschiedenen Zahlen und da ging es eben um die globale Vermögensverteilung, die eben sehr ungerecht ist. Also zum Beispiel haben wir in unserem Bericht von 2014 haben wir darauf hingewiesen, dass, also wir haben immer so Rechenbeispiele gemacht, ungefähr 85 Menschen so viel des globalen Vermögens gehört wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Dann in einem späteren Bericht, oder ich glaube, der ist sogar jetzt von diesem Jahr, dass die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung eben nicht einmal 1% des globalen Vermögens innehat und gleichzeitig eben 2.153 Personen mehr als eine Milliarde US-Dollar Privatvermögen verfügen. Und dann, da hat man eben das Bild zu gesehen. In diesem Jahr haben wir uns auch besonders einem Thema, was eben auch jetzt ein Glück immer mehr an die Öffentlichkeit kommt, eben das Thema Diskriminierung von Frauen, Geschlechterungerechtigkeit oder ja eben Benachteiligung von Frauen ein Schlaglicht darauf geworfen und auch wieder das mit Hilfe eines Rechenbeispiels verdeutlicht. Also dass Frauen und Mädchen weltweit täglich 12,5 Milliarden Stunden unbezahlte Pflege, Fürsorge und Hausarbeit leisten. Ja, hier noch kürzlich einen Bericht, den wir rausgebracht haben im Rahmen der Covid-19-Krise, wie einige Unternehmen eben Umsätze steigern können, ohnehin schon ihre Milliardenumsätze, aber immerhin noch steigern können und eben an die Arbeiterinnen am anderen Ende der Welt eben ja täglich um ihren Lebensunterhalt bangen müssen. Also eine ganz, ja, kam gerade am 10. nochmal raus. Genau, und nun will ich aber schon zum Supermarktcheck kommen, ein Instrument, was wir eigentlich ja jetzt relativ erfolgreich eigentlich seit 3 Jahren angewandt haben. Worum geht es da oder was ist überhaupt das Problem? Hier zeige ich ein Foto aus dem, das ist im Weintraubenanbau in Südafrika und genau, also Oxfam beschäftigt sich ja auch schon seit Jahren mit Ausbeutung in der Lieferkette. Also wir haben seit Jahren den Blick darauf geworfen, dass Menschen, die unser Essen herstellen, was wir hier in den Supermarktketten täglich kaufen können, dass die eben unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen leiden und das weltweit. Wir haben dazu Studien zu Wein, zu Mangos, zu Ananas,
zu grünen Bohnen gemacht und ich war auch viel oft unterwegs und habe zu diesen Recherchen beigetragen, also in Costa Rica oder auch in Südafrika. Und das sind wirklich teilweise verheerende Umstände. Und gleichzeitig erwirtschaften eben Supermarktketten hier immer mehr Milliarden. Lidl ist jetzt schon an der Spitze Europas, weltweit auch unter den ersten dreien, glaube ich, oder unter den ersten jedenfalls, ich will nichts Falsches sagen, und teilen sich die großen Ketten, also Aldi, Lidl, Edeka und Rewe, 85% des Marktes. Also das heißt, an ihnen kommt niemand vorbei. So, und das hat für uns eben bedeutet, dass Supermarktketten haben eben auch den Hebel und die Macht, hier was umzustellen und für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Und da haben wir uns eben im internationalen Oxfam-Verbund zusammengeschlossen und in den USA, Großbritannien, Deutschland und in den Niederlanden geschaut, was machen Supermarktketten eigentlich, um in ihrer Lieferkette Missstände zu beseitigen? Wie sieht ihre Menschenrechtspolitik aus? Das haben wir verglichen und jetzt erstmal zum Ergebnis. Das ist jetzt schon das beste Ergebnis. Also das erste Jahr fiel verheerend aus. Da hätten in Schulnoten umgerechnet alle Supermarktketten, also die Untersuchten, hier eine 6 bekommen, bis auf einer. Nee, das war schon im zweiten Jahr. Also im ersten Jahr sind meines Erachtens alle durchgefallen, im zweiten noch einer. Und jetzt immerhin hier. Lidl hat mit 32% der Gesamtpunktzahl abgeschnitten. Da haben wir uns sehr gefreut. Aber die anderen haben auch gute Fortschritte gemacht und Edeka ist immer noch auch international das absolute Schlusslicht. International, damit meine ich, also wir haben auch die britischen und die anderen, die ich ja eben aufgezählt habe, in den Ländern bewertet und da schneiden die britischen Tesco und Sainsbury auf jeden Fall am besten ab. Man kann was verändern, aber eben um einen großen, substanziellen Fortschritt zu machen, sind unseres Erachtens eben dann doch Gesetze notwendig. Noch dazu, wo ja nicht als NGOs fehlt uns auch einfach die Kraft, so eine Supermarktchecks in allen Branchen zu machen, aber das hat sich eben als gutes Tool auch herausgestellt, um Supermarktchecken, um sie anzutreiben, aber auch zu helfen, wie man eben Ungleichheit beseitigen kann. Nochmal kurz, wie funktioniert der Supermarktcheck? Also wir haben auf Grundlage internationaler Standards, der allen voran die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, aber auch die OECD-Leitfäden, die sind übrigens auch sehr tauglich, ne? Und wenn man als Unternehmen gucken will, wo fängt man an, was macht man? Und so gibt es zahlreiche Rahmenwerke für Unternehmen von allen möglichen, auch von Wirtschaftsverbänden, von NGOs, von internationalen Verbänden, die Unternehmen dabei helfen sollen, das umzusetzen. Und das haben auch wir gemacht. Also wir haben jetzt gerade im Nahrungsmittelbereich eben 93 Indikatoren entwickelt im Bereich Transparenz, Unternehmensführung, Arbeitnehmerrechte, Umgang mit Kleinbäuerinnen und Kleinbauern und Frauenrechte. Das sind unserer Ansicht nach 4 zentrale Themen. Und da haben wir wirklich detaillierte Indikatoren entwickelt. Einige Beispiele, ja, es ist alles immer im Sinne dieser Leitprinzipien, also dass man einen Menschenrechtsbeauftragten oder eine Menschenrechtsbeauftragtin einrichten sollte, dann wie die Unternehmensstrategie, ob die sich überhaupt nach diesen internationalen Rahmenwerken richtet und danach eben auch berichtet, wie sieht die Transparenz aus mit Zulieferern, wie sieht es mit Preisen, Einkaufspolitik, also mit der finanziellen Seite aus, Arbeitnehmerrechte, gibt es einen Code of Conduct, macht man Risikoanalysen, beschäftigt man sich mit Gewerkschaften, dann bei Kleinbauern, also Kakao ist immer ein gutes Beispiel, aber auch Kaffee gibt es auch noch Bauern. Also wie geht man, also verhandelt man da gerecht, zahlt man faire Preise, wie stärkt man sie? Und eben Frauenrechte, das ein erster Schritt ist, die Unterzeichnung der UN-Prinzipien zur Stärkung von Frauen in Unternehmen. Hierzu vielleicht ein kurzes Fazit. Also die Supermarktketten haben sich entwickelt, also ja, ein Sprung von, ich glaube, 1 oder 2% auf 32 bei Lidl, da freuen wir uns sehr. Aber es sind meistens noch die grundlegenden Instrumente wie Human Rights Impact Assessment, Risikoanalyse. Wo es dann bei allen noch hapert, ist tatsächlich, wie man das gleichgeschaltet bekommt, die Preise und Menschenrechtspolitik. Ne? Man sieht es bei, also täglich gehen die Unternehmen mit den Preisen runter und es gibt eine Schlacht, eine der härtesten in Europa.
Ja, und das kann natürlich dann auch die Menschenrechtspolitik konterkarieren. Daher, was brauchen wir? Wir brauchen ein Lieferkettengesetz, was übrigens auch über 60 oder jetzt über 90 Unternehmen auch fordern. Tchibo allen voran, aber auch Rewe, die wollen eben auch ein Level Playing Field. Ne? Die wollen einen Wettbewerb, was Arbeitsminister ja jetzt auch immer wieder betont, damit alle die gleichen Kosten haben, wenn man sowas umsetzt da. Einerseits also Produkte werden nicht das Doppelte kosten, aber dass es mit Kosten verbunden ist, ist glaube ich schon Unternehmen klar. Man muss dann natürlich auch umschichten, aber deswegen ist das ein guter an so einem Gesetz, wäre eben ein fairer Wettbewerb. Ja, genau, hier sehen Sie schon, also wir engagieren uns in der Initiative Lieferkettengesetz, ja ganz aktuell. Heute sollte so das Gesetz übrigens im Kabinett auch verhandelt werden. Das hat aber Bundeswirtschaftsminister Altmaier leider blockiert. Also hier in dieser Initiative engagieren sich eben um über 100 Organisationen für ein Lieferkettengesetz. Also das soll, das hat den Zweck, eben Unternehmen zu verpflichten, eine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht umzusetzen. Also das heißt, zusammen mit den Lieferanten dafür zu sorgen, dass eben Kinderarbeit und sonstige Ausbeutung, Umweltschäden, Umweltschutz, das in der Mitte vermieden wird. Und wir waren dazu sehr aktiv. Also die Kirchen sind zum Beispiel auch dabei, Miserio, Brot für die Welt, aber auch der DGB, über 100 Organisationen. Wir haben da eine Petition übergeben, also über 220.000 Menschen setzen sich dafür ein. Wir haben auch eine Umfrage gemacht, wonach anscheinend 91% der Bevölkerung für ein solches Gesetz ist. Das war die Aktion, womit wir letztes Jahr gestartet sind. Hier ist eine öffentliche Aktion. Und das war jetzt letzte Woche vom Kanzleramt die Übergabe der Petition. Ja, ein eindrucksvolles Bild vielleicht. Leider hat die Kanzlerin und das Kanzleramt es nicht angenommen, aber dafür Bundesarbeitsminister Heil und die Umweltministerin Schulze. Ja, vielleicht zur Kernelend. Was sind die strittigen Punkte? Die strittigen Punkte, worüber sich eben CDU und SPD streiten und warum es die Blockade hier gerade gibt, die sind in Rot, aber Kernelemente, also genau, welche Unternehmen soll das erfassen? Wir sind für alle großen Unternehmen auf jeden Fall im Sinne des Handelsgesetzbuches, also es sind solche beispielsweise mit über 250 Mitarbeitern, aber auch mittelständische und kleinere, aber also keine Kleinstunternehmen, aber kleinere, soweit sie eben in Risikobereichen tätig sind. Was soll das regeln? Eben diese menschenrechtliche Sorgfaltspflicht, Menschenrechte einhalten in der Lieferkette. Dann Sanktionen oder was macht man dafür, dass Unternehmen dem auch nachkommen? Wir möchten, oder noch wichtiger, eben wie können dann Betroffene auch auf Schadensersatzklagen gehen? Wir möchten, damit dieses Gesetz Zähne hat, eine zivilrechtliche Haftung. Also genau wie hier, wenn Unternehmen Schäden begangen, Ersatz zahlen. Es ist auch gängige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dass man unter Umständen, also Bauunternehmen, dass sie eben unter Umständen auch für Unterauftragnehmer haften müssen, wenn es sich um eine Risikoveranstaltung mit Feuerwerkskörpern etc. handelt. Das muss eben auch im globalen Geschäftsverkehr gelten. Das ist eine große Rechtslücke, die dazu führt, dass es eben solche Unglücke wie Rana Plaza oder Brumadinho, dieser Staudammbruch gibt. Das ist aber der strittige Punkt. Das wollen die meisten Wirtschaftsverbände eigentlich verhindern und eben allen voran auch unser Wirtschaftsminister Altmaier. Was wir noch wollen, ein hybrides Gesetz. Also wir sollen das andererseits eben auch eine öffentlich-rechtliche Pflicht, wo es dann eben Ordnungsgelder wie Bußgelder gibt. Also wir möchten, dass alle Unternehmen eben auch danach berichten müssen, weil Transparenz ist eben so die erste Pflicht. Und dann, ja, wir wollen noch eine Beweislastumkehr, genau das Betroffene eben, dass da die Hürden, weil in den meisten Fällen kann man mangels Beweisen ja gar nicht klagen. Also das, wir finden das ist ja eine Beweislastumkehr für relevant. Dann zum Schluss noch die Machbarkeit. Kleinstunternehmen sollen ausgenommen sein. Dann Kernpunkt ist ja, alle Unternehmen müssen nicht für die ganze Liften. Also es ist nur das, was wirklich auch zumutbar ist. Also, und das hat Herr Grantner in diesen Slides ja schon
Frage stellt. Also man muss gucken, wen kann man denn wirklich beeinflussen? Was hätte man wissen können? Aber Unternehmen müssen natürlich auch Zeitungen lesen und Medienberichte lesen. Ne? Also die zentralen Unglücke, diese großen Fälle, die kann man auch, also man kann man auch vermeiden, weil man investiert ja oder lässt sich ja auch dann nur zuliefern, wo man ungefähr weiß, wie, um die Umstände, also dass in Bangladesch die Fabriken brüchig sind, das weiß man eigentlich, das wissen auch immer mehr Verbraucher. Genau, also die Haftung, man haftet eben nur, nicht für alles, nur wenn es für das einzelne Unternehmen voraussehbar und auch vermeidbar war. Also wenn es wirklich Maßnahmen gegeben hätte, die diesen Schaden hätten vermieden können. Also das war bei in Pakistan, bei so Fabrikunglücken, war das ja der Brandschutz, ne, dass der mangelhaft war, wo es auch Hinweise schon vorher gab. So auch in Frankreich, also es gibt ja in Europa viele Staaten, die schon ähnliche Gesetze haben. Und auch da gibt es bisher keine Klagewellen, wie von manchen Wirtschaftsverbänden gesagt. Da gibt es 5 Fälle und kein einziges bisher zu, ist ein Schadensersatzfall. Ne? Das sind alles, die sich mit dieser Berichtspflicht beschäftigen. Genau, und außerdem würde es Rechtssicherheit bedeuten, weil bereits jetzt sind ja Klagen gegen KIK oder TÜV sogar strafrechtlich möglich oder unterwegs. Ne? Der KIK-Fall ist das Landgericht wegen der Einrede der Verjährung ist letztendlich gescheitert, aber bereits jetzt müssen sich Gerichte damit beschäftigen. Und auch, sie wenden ausländisches Recht meistens an. Genau, deswegen wurde ein deutsches Lieferkettengesetz, wurde für mehr Rechtsklarheit sorgen. Ja, das können Sie sich selber mal anschauen, das ist noch im Netz. Das war eine ganz lustige Satire, die diese ganze Thematik sehr gut erklärt. Ja, vielen Dank und ich bin gespannt auf Fragen. Ich hatte gedacht, ich soll fragen, nein, aber Sie sollen natürlich fragen. Aber das würde mich interessieren, also was Sie davon halten und wie Sie sich bereits mit Ihrer Lieferkette beschäftigen. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, liebe Franziska. Vielleicht kannst du noch deinen Screen weiter geshared lassen. So, wie macht man das jetzt? Ansonsten so. Ist auch kein Problem. Noch wieder teilen, oder? Ach so, hier. Auf der Seite mit den Fragen. Also, ja. Vielen, vielen Dank. Okay. Vielen, vielen Dank, liebe Franziska. Vielleicht einfach mal auf die Seite, wo die Fragen stehen. Dann können sich die Leute, können sie da das sehen. Vielen, vielen Dank für deine Perspektive. Sehr, 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 sehr spannend. Wir hatten einige Fragen aus dem Publikum. Ich lese die hier vor. Ich checke nicht mein Instagram. Die erste Frage kam von Christoph. Wurden denn auch Biomärkte im Supermarktcheck bewertet? Also zum Beispiel Teegut, Alnatura oder Dents? Nee, wie gesagt, wir haben nur die großen 4 bewertet. Das ist die Aldi-Gruppe, Edeka-Gruppe, Lidl, also aber nur Lidl, nicht Kaufland und Rewe. Genau, das sind also die umsatzstärksten. So haben wir das in den 3 Ländern, in den USA, Niederlanden und Großbritannien, in 4 Ländern. Also da haben wir die Führenden, entweder die am rasantesten wachsen oder tatsächlich die umsatzstärksten bewertet. Alles klar, vielen, vielen Dank. Dann fragt M. Hauser, sind die Kriterien vom Supermarktcheck transparent und öffentlich einsehbar? Ja, auf unserer Website, genau, da haben wir die Tabelle und auch die Einzelbewertung sogar. Ja. Also da haben wir, ja, genau, also wie sich die Punkte im Einzelnen zusammensetzen, also diese 93 Indikatoren, also, und wir haben auch die Tabelle, und zwar von allen, wer wo welchen Punkt bekommen hat. Alles klar, vielen Dank. Dann haben wir noch eine Frage. Wird die Petition zum Lieferkettengesetz nur in Deutschland platziert? Und falls ja, warum nicht in Europa? Die genannten Supermärkte sind europaweit unterwegs und hätten somit immer die Möglichkeit, deutsches Recht zu umgehen. Ja, vielen Dank. Naja, das Lieferkettengesetz ist ja erstmal ein deutsches und zwar deswegen, weil wir da ein Momentum haben, ein einzigartiges, weil es steht ja im Koalitionsvertrag für diese Legislaturperiode sogar drin, dass die Regierung ja ein sogenanntes Monitoring von den größten deutschen Unternehmen gemacht, wo alle miserabel gescheitert sind, also von den befragten Unternehmen haben nur 17% bestanden, also weit über 50, fast 80 sind durchgefallen. Und die Bundesregierung hat eben in ihrem Koalitionsvertrag gesagt, also wenn dieses Monitoring gibt,
dass Unternehmen durchfallen, dann muss es ein Gesetz geben auf deutscher und auch auf europäischer Ebene. Aber erstmal sind die jetzt eben mit dem deutschen Gesetz beschäftigt, deswegen jetzt dazu die Kampagne, weil wir ein Momentum sehen. Aber die europäische Ebene haben wir natürlich auch im Blick. Nur wir denken, wenn Deutschland das Gesetz hat, dann ist es umso einfacher, das auch auf EU-Ebene durchzusetzen, weil erstens wegen des starken wirtschaftlichen Gewichtes, was Deutschland hat, aber auch hat auch einen rechtlichen Grund, dann wird desto mehr Länder verschiedene Gesetze haben, desto eher handelt die Kommission. Aber wir sind auch mit Oxfam in Brüssel und mit unseren europäischen Partnern, sind wir auch auf der europäischen Ebene tätig. Also wir wollen auch die EU-Ratspräsidentschaft, die ja Deutschland gerade innehat, haben wir schon aufgefordert, fordern wir immer noch mehr auf, dass der Rat im November sich dafür ausspricht, eben für ein europäisches Gesetz. Der Kommissar Reynders auf europäischer Ebene hat sich schon dafür ausgesprochen. Jetzt muss die gesamte Kommission überzeugt werden. Aber wir sind gerne bereit, mit Ihnen allen eine europäische Initiative zu starten und die Petition auszudehnen. Wunderbar, Dankeschön. Es gibt noch eine Frage von Gitte. Und zwar gibt es Rückmeldungen der deutschen Supermärkte auf diese ja doch teilweise sehr, sehr negativen Bewertungen. Was gab es da so für O-Töne? Ja, also Edeka war natürlich wütend, ja, und hat gesagt, das ist ja nur eine Kampagne. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja mit allen im Dialog. Also und Lidl, Aldi Süd, Aldi Nord, mit denen sind wir seit dem ersten Jahr sehr stark im Dialog und setzen sich auch oder beraten uns oder setzen uns auseinander damit, was man am besten tun kann und sagen denen auch, ja, also hier Menschenrechtsabteilung und das stellen wir uns da drin vor. Also wir sind eigentlich mit allen in einem sehr positiven Austausch. Die Unternehmen haben tatsächlich viele Maßnahmen ergriffen. Und wir sind ja, wir möchten die Unternehmen ja auch machen würden. Wie bitte? Ja. Und auch Edeka hatte ja dieses schlechte Ergebnis, aber selbst mit Edeka sind wir auch in einem sehr nahen Austausch und die bewegen sich auch. Also das hat sich jetzt, das hat sich noch nicht niedergespiegelt, aber die sind ja auch im Aufbau einer Menschenrechtsabteilung. Also da beschäftigen sich auch immer mehr Leute mit dieser Problematik. Wunderbar. Dann gab es noch eine Frage, und zwar, nach welcher Methode schlägt das Lieferkettengesetz vor, die Lieferketten transparent darzustellen? Also was wird da angesetzt als Standard? Also dass so ein Lieferkettengesetz würde das jetzt nicht direkt fordern, dass man die Lieferkette offenlegen muss. Ne? Da geht es primär darum, Maßnahmen innerhalb des Unternehmens zu ergreifen, wie man Menschenrechtsverletzungen vermeidet, was man da ergreift. Und es geht darum, das offenzulegen, ne? Also einen sogenannten Sorgfaltsplan, also was für Maßnahmen denn direkt ergreift, die Lieferkette offenzulegen. Also jedem Unternehmen natürlich frei. Und Lidl hat das ja jetzt oder ist auf dem Weg, die Zulieferer offenzulegen. Und das ist sozusagen unsere politische Forderung auch, ne, nach so einer Transparenz und Offenlegung. Aber das muss jetzt nicht unbedingt in einem Lieferkettengesetz festgeschrieben werden. Alles klar. Dann gibt es noch eine Frage von Ole. Passend zu den Scores im Supermarktcheck gibt es auch Themen zur Beschaffung elektronischer Geräte, also Computer, Laptops, Tablets, Mobiltelefone. Und wie ist denn dort eine Einflussnahme möglich, weil ja jedes Unternehmen diese Produkte auch substanziell verwendet? Verstehe ich das jetzt richtig? Also wir haben, unseren Supermarktcheck ist ja begrenzt auf Lebensmittel, ne? Also wir haben jetzt nicht die Non-Food-Produkte angeschaut, aber ich meine, die Systematik oder der Ansatz ist natürlich für alle Produkte gilt ja gleich. Also es ist ja der Ansatz der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Also auch dort muss ein Unternehmen sich damit auseinandersetzen, wo kommen die Geräte her, wie werden sie hergestellt. Das muss ich mit Konfliktmineralien da auseinandersetzen. Da gibt es ja sogar das Gesetz, die Konfliktmineralienverordnung. Und da muss es sich genauso wie hier, da gibt es auch Fragen im Supermarktcheck zu, da muss sich das Unternehmen eben auch dann zusammen mit den Herstellern auseinandersetzen, was kann man am besten dagegen tun. Also wir sind ja schon für so Branchen oder auch branchenübergreifende Zusammenschlüsse, wo man tatsächlich mit mehreren Unternehmen guckt, wie kann man
was kann man tun, um diese Länder zu gestalten? Weil ein einzelnes Unternehmen hat eben nicht genügend Einfluss. Aber da gibt es auch gute Beispiele von Daimler, wie die jetzt da mit ihren Zulieferern anders also in Bezug auf diesen Kobaltabbau irgendwie zusammenarbeiten. Ja, aber das ist, genau, also im Supermarkt-Check haben wir uns Nahrungsmittel angeguckt. Alles klar. Gut, vielen Dank. Also das ist jetzt die Zeit, die wir zur Verfügung hatten. Vielen, vielen Dank, liebe Franziska, dass du uns das alles so plastisch dargestellt hast. Wir können nicht alle Fragen beantworten. Vielen, vielen Dank, dass ihr so rege eure Fragen im Q&A-Button checkt. Und jetzt möchte ich gerne Lena Ganzwind einladen, auch ihren Bildschirm zu teilen. Ganz kurz. Darf ich dich ganz kurz? Franziska, dein Thema hat so viele Fragen hervorgerufen, dass 4 Fragen gegenwärtig in den Q&A noch offen sind. Wenn du Zeit und Lust hast, vielleicht kannst du die noch beantworten, schriftlich, denn es sind sehr, sehr spannende Fragen. Danke. Du bist jetzt schon auf Mute, Franziska, aber wenn du das machen möchtest, dann wäre das lieb, aber wie gesagt, also das wollen wir keinem, es bleiben ja immer auch mal Fragen unbeantwortet, aber wir freuen uns über eure rege Teilnahme. Und jetzt noch einmal mit großen Fanfaren möchten wir Lena Ganzwind von Einhorn begrüßen, die das Thema aus der Unternehmensperspektive am Fall von Einhorn behandelt. Du bist eingeladen, deinen Screen zu sharen, genau, und wir sehen uns gleich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Katja. Genau, erstmal danke, dass du uns wieder zu einer Folge dieser Vortragsreihe eingeladen hast. Und ja, es freut mich voll, dass ich heute weiter, also nochmal ein bisschen weiter über Einhorn was erzählen kann. Letztes Mal war Linda da, heute bin ich da. Und vor allem, wie wir bei Einhorn das Thema Ungleichheiten abschaffen angehen. Genau, ich bin Lena von Einhorn. Ich bin bisher eigentlich für die Verpackung zuständig, zukünftig auch mehr für Periodenprodukte und bin Teil des Fair Sustainability Teams. Das erkläre ich gleich nochmal ein bisschen genauer, was das bedeutet. Und generell für die Einhorn eigentlich auch noch gar nicht kennen. Einhorn ist ein kleines Unternehmen aus Berlin, das vor 5 Jahren gegründet wurde. Damals waren wir nur 5 Mitglieder, heute sind wir schon 23 Teammitglieder und sind da ja ein bisschen gewachsen. Wir haben mittlerweile einen Umsatz von 6 Millionen im Jahr, also eigentlich gar nicht so schlecht. Und vor allem das Coole ist dabei, dass wir bisher komplett auf Investoren verzichtet haben und auch werden. Also sind wir eigentlich total eigenständig und unabhängig und können auch so ein bisschen das machen, worauf wir Lust haben. genau, das erklärt auch ein bisschen den Fokus bei uns, nämlich der Fokus auf Fair Sustainability. Das ist eine Wortschöpfung, die aus Sustainability und Fair zusammengefasst wurde und bedeutet eigentlich, dass wir uns bei Einhorn, einem kleinen Team von 4 Leuten, total mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen und auch die Zeit dafür nehmen und auch ein bisschen mehr da rein investieren. Alles nach dem Motto Unfuck the Economy, weil wir einfach zeigen wollen, dass man auch wirtschaften kann, ohne dass die Umwelt oder Menschen darunter, auf Kosten von denen das halt erfolgt. Da unten steht noch negativen Impact minimieren und positiven Impact maximieren. Das bedeutet einfach, dass wir sind ein Unternehmen, was Produkte herstellt und dabei nutzen wir auch Rohstoffe und Ressourcen und wir wollen einfach versuchen, dass der negative Impact, der da für die Umwelt zustande kommt, so gering wie möglich gehalten wird. Das machen wir gerade vor allem mit Kompensation, dass wir CO2 kompensieren, durch Bäume pflanzen und aber auch eine Plastikkompensation machen. Also wir sammeln zum Beispiel jährlich die Menge an Plastikmüll ein, die wir durch unsere Verpackung in den Umlauf bringen. Und außerdem wollen wir vor allem den positiven Impact maximieren. Das heißt, man kann auch ein bisschen was Gutes tun, indem man gute Produkte auf den Markt bringt. Und genau das wollen wir ausweiten. Einhorn, was machen wir? Wir machen zum einen Kondome, zum anderen Periodenprodukte. Ich will heute vor allem über die Periodenprodukte sprechen. Meine Kollegin Linda hat letztes Mal über Kondome gesprochen und dessen Lieferkette. Also wenn ihr da neugierig seid, dann guckt euch einfach nochmal das Video von dem letzten Vortrag aus dieser Reihe an. Genau, ich muss mal hier einmal dieses Fenster irgendwie, geht nicht, doch da. Seite machen, weil ich sehe nur die Hälfte der Folie. Naja, egal. Wir haben 8 Periodenprodukte, wovon 6 aus Baumwolle bestehen, aus dem Rohstoff. Und die Baumwolle ist GOTS zertifiziert und die Produkte sind erst seit 2018 auf dem Markt. Also eigentlich noch ganz frisch.
Und was ich heute mache, ist, dass ich euch ein bisschen die Geschichte davon erzähle, wie wir auf die Baumwolle gekommen sind, unter dem Motto Ungleichheiten abschaffen. Und genau, im Anschluss zeige ich euch dann nochmal kurz unser Produkt, wie das aufgebaut ist und vor allem die Lieferkette. So, Baumwolle. Wir haben uns mit dem Rohstoff Baumwolle beschäftigt und geguckt, was da eigentlich so die Hotspots beziehungsweise ja, was da die Probleme eigentlich bei sind, und haben uns auch gefragt, was ist an Baumwolle eigentlich nicht gut. Und es gibt ein paar Probleme mit dem Rohstoff Baumwolle. Einmal, dass es eine sehr durstige Pflanze ist, und die ist sehr durstig, wird aber gleichzeitig meistens in sehr wasserarmen Regionen angebaut, was dazu führt, dass sie künstlich bewässert werden muss. Und diese künstliche Bewässerung führt, also erfolgt zulasten der Umwelt und der Bevölkerung, zulasten der Umwelt deswegen, weil durch die künstliche Bewässerung sehr oft die Böden total versalzen, und zulasten der Bevölkerung deswegen, weil auch teilweise Flüsse und Seen umgeleitet werden, damit die Felder bewässert werden, und ja, dann haben halt die Leute vor Ort kein Wasser mehr. Und dann das zweite Problem ist, dass die Baumwollpflanze sehr anfällig für Krankheiten und Schädlinge ist. Die zieht einfach total viele Insekten an, und teilweise durch die Feuchtigkeit schimmelt die Pflanze auch schneller, und da wird dann extrem viel Pestizideinsatz verwendet, und diese Pestizide, die sind eigentlich fast nie natürlich, sondern oft künstlich und auch toxisch, was dazu führt, dass eben auch die Umwelt total darunter leidet, die Böden unfruchtbar werden, aber auch vor allem die Leute, die eben auf den Feldern arbeiten und die Dinger pflücken, dass die gesundheitliche Folgen davon haben. Und dann ein ganz großes Problem bei Baumwolle, aber eigentlich generell ja bei allen Rohstoffen, die aus dem globalen Süden kommen, ist so ein bisschen die Abnahmepolitik, weil am Ende ist es einfach so, dass die Einkäufer entscheiden halt, wie viel von den Bäuerinnen und Bauern abgenommen wird an Baumwolle, und das führt einfach zu oft dazu, dass die Bauern einfach nicht den Preis für die Baumwolle bekommen, die sie eigentlich verdienen. Das heißt, wenn zum Beispiel die Ernte total gering ausfällt aufgrund von Schädlingsbefall oder anderen Problemen, ist natürlich die Ernte geringer, und dann müssten sie die eigentlich zu einem höheren Preis anbieten. Die werden sie aber zu dem Preis nicht los, weil dann der Einkäufer oder die Einkäuferin einfach zu einem anderen Bauer oder zu einer anderen Bäuerin gehen und eben die Baumwolle woanders kaufen. Und gleichzeitig dann ist es aber auch so, dass wenn zu viel Baumwolle da ist, dann haben sie auch total Angst, dass eben die ganze Ernte nicht abgenommen wird, und dann bleiben sie am Ende auf was sitzen, und das müssen sie dann auch zu Dumpingpreisen verschleudern. Genau, das sind ein paar Probleme von der Baumwolle, und wir haben uns dann aber auch weiter angeguckt, wie es eigentlich mit den Zertifizierungen bei Baumwolle so ist, und wir haben festgestellt, dass Bio-Baumwolle leider nicht immer unbedingt bio, also gut und fair und nachhaltig bedeutet. Wir haben aber gelernt, dass, also wir haben herausgefunden und sind der Meinung, dass das GOTS-Zertifikat, also der GOTS-Standard, eigentlich ein ganz guter Standard ist, weil er nämlich die gesamte Wertschöpfungskette eben zertifiziert. Und der GOTS-Standard definiert vor allem den ökologischen Rahmen und legt eben Kriterien fest, wie der Anbau biologisch und nachhaltig erfolgen kann. Und er legt aber auch gleichzeitig soziale Kriterien fest, die eben auf Grundlage der Kernnormen von der Internationalen Arbeitsorganisation festgelegt sind. Das klingt erstmal super, und wir hätten auch GOTS bei unseren Produkten nehmen können, aber irgendwie wussten wir trotzdem nicht so richtig, wo die Baumwolle herkommt und was für Leute dahinter stecken. Und da ist eben genau dann bei uns der Schritt, okay, wie geht es denn eigentlich den Arbeitern und Arbeiterinnen, die entlang der Lieferkette für diese Baumwolle arbeiten? Und da war uns dann GOTS noch nicht genug, weshalb wir noch ein bisschen weitergesucht haben. Und dann sind wir auf ein ganz tolles Unternehmen gestoßen, die Rehmeier AG. Die ist ein Schweizer Unternehmen, die den wirtschaftlichen Ansatz verfolgt des All-Holder Values. Das bedeutet, dass sie entlang, also dass alle Mitglieder entlang der gesamten Lieferkette wertschöpfen. Und das fanden wir erstmal super. Und zu Rehmeier AG gehört die Bio-Reh-Stiftung und das gleichnamige Bio-Reh-Gütesiegel. Und diese Bio-Reh-Stiftung, die hat in Tansania und in Indien zwei große Anbauprojekte angesetzt, was eigentlich bedeutet, dass sie vor Ort Trainingscenter aufgebaut haben und zusammen mit den Bäuerinnen und Bauern, die da eben vor Ort sind,
genau, Standards festgelegt haben und einen nachhaltigen biologischen Anbau beigebracht bekommen. Also genau, die Bauern, die Biore, die quasi lehrt die Bauern und die Bäuerinnen zu einem nachhaltigen biologischen Anbau und die setzen dann eben gemeinsam Standards fest, die auch so ein bisschen auf den Kenntnissen von den Bauern vor Ort basieren, wie man eben diesen Anbau betreiben kann und was dabei wichtig ist. Und genau, was wir aber besonders eigentlich geil an der Biore fanden, ist, dass die einfach eine Abnahmegarantie mit den Leuten vor Ort festgelegt haben. Das bedeutet, dass sie versprechen, dass sie über 5 Jahre die gesamte Ernte abnehmen und das zu einem Preis, der 15% über dem Marktpreis liegt. Also sie kriegen quasi so einen Premiumpreis für die Baumwolle über 5 Jahre, was total super ist, weil die Bäuerinnen und Bauern einfach eine Sicherheit haben. Sie müssen sich nicht um andere Abnehmer kümmern und sie können 5 Jahre lang planen. Und was dazu noch total gut ist, dass sie halt gleichzeitig den Anbau biologisch betreiben, was natürlich zu einem nachhaltigen, also was viel nachhaltiger ist, weil die Boden einfach fruchtbarer sind. Und biologisch und nachhaltig bedeutet vor allem, dass keine künstlichen Pestizide eingesetzt werden. Stattdessen wird auf Alternativen zurückgegriffen, wie zum Beispiel Sonnenblumen, die dann zwischen die Pferde gepflanzt werden und die Sonnenblumen locken dann die Insekten an, die dann von den Baumwollpflanzen wegbleiben. Es wird aber auch ein Anbau- und Fruchtfolge beachtet. Das heißt, dass nicht nur eine Baumwollsorte, vor allem besonders ertragreiche Baumwollsorte angepflanzt wird, sondern eben viele verschiedene, immer im Wechsel. Jetzt sehe ich wieder dieses Ding nicht. Sekunde, sorry. Okay, ich glaube, ich weiß aber, hier. So, Entschuldigung. Dann findet keine künstliche Bewässerung statt, sondern es wird ausschließlich mit Regenwasser bewässert. Und es gibt kein genmanipuliertes Saatgut, was generell in Tansania eigentlich auch verboten ist. Genau, und einfach das Tolle an der Remai AG und der Biore-Stiftung ist, dass wir die Baumwolle einfach bis zum Feld zurückverfolgen können. Genau, wir haben uns also, das fanden wir alles, das ganze Konzept fanden wir total gut. Wir waren auch vor Ort, haben uns das angeguckt und wollten unbedingt die Remai-Baumwolle in unseren Produkten haben. Wir hatten aber ein kleines Problem. Und zwar wollten die Maschinen unsere Traumwolle nicht verarbeiten. Wir wissen nicht genau, woran das liegt, aber das führte dazu, dass wir die Traumwolle, nennen wir sie, erstmal nur in einem Teil des Produktes nutzen können. Wir lassen uns davon aber nicht unterkriegen und haben deswegen gesagt, okay, bis wir das geschafft haben, das technisch möglich zu machen, dass wir die Fasern komplett für alle Teile der Slipanlage und der Binde nutzen können, spenden wir pro Kilo Baumwolle, die wir verwenden, also ob Gotz oder Remai, 30 Cent an die Biore-Stiftung. Und die Biore-Stiftung, die reinvestiert dann das Geld jährlich in verschiedene Projekte, wie zum Beispiel, dass sie Trinkwasserbrunnen vor Ort bauen oder so Kochöfen, die genutzt werden können. Und genau, also das Ganze ist noch so ein bisschen Work in Progress. Wir arbeiten noch dran und genau. Dann seht ihr jetzt hier noch einmal unser Produkt. Die kleine Skizze von unserer Nachtbinde. Ihr seht die obere Lage, das ist das Topsheet, also die obere Lage von der Slipanlage und die besteht aus Remai. Kämmlingen, das bedeutet, bei der Weiterverarbeitung der Rohbaumwolle wird die Baumwolle entkörnt und gekämmt und da entstehen Abfälle. Das sind sehr kurze Fasern und die nennt man Kämmlinge. Und eigentlich können die nicht benutzt werden, aber wir können die, also nicht wir, sondern generell, kann man die eben für das Topsheet verwenden, was total super ist, weil wir dann eben keine frischen Rohstoffe benutzen, sondern ja schon frische Rohstoffe, aber eben eigentlich Abfallrohstoffe. Genau. Und das Core, das ist der Kern der Binde oder der Slipanlage, der besteht eben leider noch aus Gotz, also immerhin, aber da arbeiten wir, wie gesagt, noch dran. Und dann, ja, die Backsheet-Folie, das ist ein Bioplastik, das ist jetzt nicht die Baumwolle. Und dann seht ihr auf dem Foto Gumba und Cordelia, meine Kollegin, in Tansania auf einem Baumwollfeld und genau, wie sie die Baumwolle gerade pflücken. Genau, also noch einmal abschließend unsere Lieferkette. Das Coole ist, dass wir die Lieferkette, so wie sie ist, jetzt hier darstellen können und voll transparent halt sehen, wer für was zuständig ist, was ehrlich gesagt gar nicht so normal ist, kann ich aus Sicht von Unternehmen sagen. Und wir sind einfach total froh, dass wir mit Remai so einen guten Partner gefunden haben, der eben
seine Rohstofflieferanten bzw. die Bäuerinnen und Bauern auf Augenhöhe begegnet und mit denen eben zusammen so ein Projekt gestartet hat. Und genau, für uns als Hersteller ist es einfach total wichtig, dass wir auch mal vor Ort sein können und dass es uns eben gegeben, indem wir auch wissen, wo die sind und dass sie dazu, also ja, dass wir dann einfach vor Ort mal gucken können, wie es da wirklich abgeht. Und so können wir einfach die Baumwolle bis zum Feld zurückverfolgen. Und ich habe ja eben schon so ein paar Probleme genannt und genau darum geht es eben, dass man eben die Probleme sieht, aber auch weiß, wo die sind, um dann eben an diesem Problem arbeiten zu können. Weil es einfach ganz oft so ist, dass man als Hersteller die Lieferkette überhaupt nicht transparent sehen kann, überhaupt nicht weiß, was jetzt eigentlich das Problem am Endprodukt ist und da auch nichts dran ändern kann. Genau, und deswegen noch einmal zusammengefasst, unsere Baumwolle wird zusammen mit Remai hergestellt oder über Remai hergestellt, angebaut von den Bäuerinnen und Bauern in Tansania. Dort wird sie auch weiterverarbeitet, also entkernt, wobei die Kämmlinge anfallen, das habe ich ja eben einmal kurz erklärt. Und dann kommt die Baumwolle zum Bleichen nach Indien, zu Harahar. Hier wollte ich auch noch kurz sagen, das fand ich irgendwie total schön zu hören, dass, ich meine, Indien ist ja von der Corona-Krise gerade total getroffen und da herrscht eine wirtschaftliche Notlage und trotzdem hat bei Harahar haben die Arbeiterinnen und Arbeiter trotzdem den vollen Lohn bekommen während der gesamten Corona-Zeit und wurden nicht in Kurzarbeit oder gesetzt oder ich weiß gar nicht, ob es so gibt, aber oder nicht gefeuert, sondern die sind einfach dort weiter beschäftigt geblieben und haben den vollen Preis bekommen. Genau, die Kämmlinge, die gebleichten Kämmlinge wandern dann zu dem Topsheet-Hersteller, der stellt das Topsheet her und dieses Topsheet wird dann fertig zu unserem Bindenhersteller Kormann nach Italien geliefert. Genau, dort wird die Slip-Einlage zusammengesetzt und dann landet sie am Ende bei uns. Genau, ich bin jetzt hier ganz schön durchgerast, merke ich gerade. Ich sehe nämlich noch nicht Katja. Das heißt, ich habe eigentlich noch 2 Minuten, aber ich bin jetzt trotzdem schon fertig. Wunderbar. Ich bin beeilt. Genau, und jetzt habt ihr noch Chancen, Fragen zu stellen. Und falls wir jetzt auch nicht fertig werden, ich habe nochmal meine E-Mail-Adresse unten eingefügt. Also wenn was ist, ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Ich bin aber im Urlaub, also ich kann noch nicht direkt antworten, sondern dann erst danach. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Lena. Und danke auch immer für die sehr schön gestalteten Präsentationen, die ihr bei allen immer habt. Ja, es gab wirklich einige Fragen. Ich fange mal an. Also Karl-Heinz fragt, wird bei der Baumwolle mit GOTS auch auf Verzicht von Agrogentechnik geachtet? Nee, leider nicht. Kurze Frage, kurze Antwort. fragt Holger, so wie ich es verstehe, ist Biore ein Unternehmen? Wird die Umweltleistung von Biore von einer unabhängigen Stelle bewertet? Auch nochmal eine kleine Ja- und Nein-Frage. Das müsste ich tatsächlich nochmal nachfragen. Genau, da würde ich nochmal vielleicht auf Holger hieß er, ne? Oder wie hieß? Ja, da würde ich nochmal auf dich zurückkommen. Das kann ich jetzt gerade nicht garantiert sagen, deswegen würde ich da nochmal gerne nachfragen. Wunderbar. Dann gibt es eine Frage von Gina, die auch den Begriff Traumwolle gut findet und die Mühe wirklich zu schätzen weiß, aber fragt, denkst du, dass größere Unternehmen, die sich nicht selbst gehören, sowas auch machen können? Ja, ich glaube schon. Also es gibt, die Remai AG arbeitet auch noch mit anderen größeren Unternehmen zusammen, wie zum Beispiel Mammut, das ist so ein großer Outdoor-Hersteller. Und da sind auch 5 andere Namen genannt. Also ja, ich glaube auch andere Leute, die unabhängig sind, können mit der Remai AG zusammenarbeiten. Und Remai Baumwolle ist auch eigentlich ein ziemlich bekannter Begriff schon in der Baumwollindustrie. Also man weiß schon, dass es so die Top-Notch-Baumwolle ist. Also man könnte das eigentlich schon machen, wenn man Bock hätte und so viel zahlen wollen würde. Alles klar. Ja, danke schön. Dann fragt Patricia, toller Einblick, vielen Dank. Wie geht ihr mit dem inneren Dialog um bei Einhorn bezüglich Profit gegenüber Nachhaltigkeit? Das ist auch eine interessante Frage. Also ich bin ja in dem Sustainability-Team. Deswegen für mich ist Nachhaltigkeit eigentlich immer wichtiger als Profit. Aber klar, wir haben eine bei uns, die so ein bisschen den Hut für die Wirtschaftlichkeit aufhat und die schon guckt, dass wir keine Nullsummen haben. Also wir würden jetzt nicht ein Produkt in den Markt bringen, ein Wegwerfprodukt, was am Ende eigentlich uns gar nichts bringt und mit dem wir dann auch nicht weiterarbeiten können. Und auch, ja, aber dadurch, dass wir eben diesen Reinvest haben, also diese 50% unseres Profits wieder in soziale und nachhaltige Produkte stecken können, ist uns sehr viel mehr möglich, auch als anderen Unternehmen. Also eigentlich, irgendwie geht das trotzdem immer ganz gut. Also die Frage ist jetzt irgendwie, ja,
Das ist eine sehr schwierige Frage, finde ich. Also es ist immer, also ich glaube, bei jedem Projekt und jedem Produkt setzen wir uns aufs Neue zusammen und gucken irgendwie, dass wir so einen Kompromiss rauskriegen. Wir sind allerdings stärker im Sustainability-Team besetzt, was der Nachhaltigkeit ganz gut kommt. Genau, und eigentlich sind, ja, also ich würde sagen, dass wir tendenziell mehr auf Nachhaltigkeit achten als auf Wirtschaftlichkeit. Das ist eine gute Ansage. Ja. Da würde ich gleich mal ein bisschen weiter drauf aufbauen, also zu den zu Einhorn intern, ne? Also dass ihr sich selbst, an euch selbst gehörendes Unternehmen seid. Wie wird denn da die Reduktion von Ungleichheiten so in-house angegangen? Mhm. Also, dass es vielleicht nicht zu große Unterschiede gibt und sowas. Kannst du da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, also bei uns ist es ja so, dass wir auch ein sehr transparentes Gehaltssystem zum Beispiel haben. Also wir haben eine Matrix, die mit der wir unser, also das Gehalt eines jeden Teammitglieds ausrechnen. Und das ist zum einen immer natürlich die Berufserfahrung, aber dann haben wir auch einen Reiter, wo die Selbsteinschätzung zutage kommt. Und da kann jeder einfach sagen, wie er sich selbst einschätzt, wodurch man sein Gehalt auch subjektiv irgendwie erhöhen kann. Ich glaube, wir haben auch eine Regelung, dass der Meistverdiener maximal doppelt so viel verdienen darf wie der Geringstverdiener. Und wir haben monatliche Gehaltsrat, also wir haben einen Gehaltsrat, den haben wir selber aus dem Team ausgewählt, die eben einfach mit uns einmal monatlich gucken können, okay, wie ist denn gerade der Umstand, ist vielleicht irgendwie sozial oder im Privaten irgendwas passiert, dass wir ein bisschen mehr Gehalt brauchen. Und dadurch fühlt sich, glaube ich, jeder eigentlich schon fair behandelt, weil wenn man sich aufgrund seines Gehalts nicht fair behandelt fühlt, dann kann man auch darüber sprechen. Und das ist schon mal zu dem Thema. Und dann haben wir auch zwei syrische Flüchtlinge eingestellt, die bei uns in der Logistik sind. Und da fand ich jetzt letztens total cool, Ibrahim heißt der kann schon total gut Deutsch sprechen auch. Und der hat jetzt auch gefragt, ob er nochmal zusätzlich einen Deutschkurs machen kann, weil irgendwie diese Gruppenkurse einfach nicht so effektiv sind. Er hat gefragt, ob er nochmal einen Einzelkurs machen darf. Und da war es auch so, dass sich keiner dagegen gestellt hat, weil das halt irgendwie was total Gutes ist. Und deswegen dieses Thema Ungleichheiten. Also wir gucken schon sehr bei uns darauf, dass es irgendwie allen gut geht, so beim Arbeiten. Und wenn jemand was braucht, dann kriegt er das auch meistens. Also das Team würde nie sagen, nee, das finde ich jetzt doof, wenn der jetzt mehr bekommt, weil keiner auch, also es nutzt auch keiner aus irgendwie. Genau. Sehr schön. Ja, danke schön für den Einblick. Wir haben noch eine Frage von Pat, eine anonyme Frage. Mhm. Ich kenne nochmal zum Thema Biore. Ja. Ich kenne Biore aus der Eco-Fashion-Scene. Ist die Traumwolle gut geeignet für eure Produkte? Stichwort Produktqualität bzw. Saugfähigkeit. Kleidung und Tampon ist ja schon ein Unterschied. Ja, stimmt. Ja, also es gab tatsächlich schon ein paar Probleme bei der Produktqualität bei unserem Topsheet, woran wir auch arbeiten wollen. Und da war jetzt noch so ein bisschen das Problem, also die saugt genauso gut, aber die ist tatsächlich irgendwie bei unserem Fall nicht so stabil wie die Gottsbaumwolle. Das liegt bei uns aber, glaube ich, einfach daran, dass wir der erste Hersteller sind, die halt mit Hygieneprodukten an Rehmal herangetreten ist. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Work in Progress. Und ich glaube, oft, also die Baumwollpflanzen unterscheiden sich ja auch untereinander. Und wir wissen halt teilweise nicht, welche Baumwollpflanzen für die Gottsbaumwolle genommen werden und müssen deswegen halt per so, ja, Trial and Error so ein bisschen ausprobieren, welche Pflanze jetzt am besten für unser Produkt auch geeignet ist. Ja. Wunderbar, dankeschön. Dann haben wir noch eine letzte Frage. Mhm. Und zwar ist ein bisschen auch, was du schon angesprochen hattest, aber ist bei euch Profit ein Zweck oder ein Mittel zum Zweck? Oder beides? Also da gibt es unterschiedliche Ansichten bei uns im Team. Mhm. Einige sagen, dass wir eigentlich unsere Produkte nutzen, um Geld für gute Projekte zur Verfügung zu haben. Also dass es eigentlich eher so eine Art Mittel zum Zweck ist. Andere, die halt voll auf der Produktliebhaberseite stehen, die sagen natürlich, dass es irgendwie cooler ist, wenn wir gute Produkte in den Markt bringen und damit Leute, die nicht so gute Produkte haben, ein bisschen aus dem Markt verdrängen. Also es ist, ja, es ist eine Ansichtssache bei uns, glaube ich. Darf ich da mal ganz kurz nachhaken? Ja. Also wenn du sagst, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt, welche Perspektive leitet uns? Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Also irgendwie, ich glaube, also was bei Einhorn auch so ein bisschen lustig ist, dass wir
uns irgendwie stetig anpassen mit dem, was wir wollen, weil wir halt merken, okay, wir gehen in eine Richtung und dann sehen wir, wie das funktioniert und sehen vielleicht, ah, okay, es könnte besser funktionieren, wenn wir das so machen. Und deswegen ändert sich auch so ein bisschen unsere Vision manchmal. Also irgendwie, wir sind, also wir wollen schon Profit mit unseren Produkten machen, um weiterhin eben in nachhaltige Projekte und soziale Projekte Geld stecken zu können. Deswegen ist schon auch irgendwo das Ziel, Profit zu machen, aber wir wollen nicht Profit eben auf Kosten von Menschen und Umwelt machen. Also bevor wir ein Wegwerfprodukt machen, was irgendwie, wo Arbeiter ausgebeutet werden und die Umwelt total abgefuckt wird, lassen wir es irgendwie lieber sein. So. Also das ist schon unser Ansatz und unser Anspruch auch. Alles klar. Ja. Vielen Dank. Dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank für deinen Vortrag und auch für die Antworten auf die Fragen. Und Lena hat ja auch, also für euch, die vielleicht noch Fragen hatten, die nicht beantwortet werden konnten, hat ja auch ganz großzügig ihre E-Mail-Adresse da geteilt, lena@einhorn.my. Schreibt immer, aber sie ist, wie gesagt, wir haben sie aus dem Urlaub rausgeholt. Lasst sie vielleicht noch ein bisschen im Urlaub sein oder habt ein bisschen Geduld, falls ihr vielleicht nicht so schnell eine Antwort bekommt. Aber vielen, vielen Dank, liebe Lena. Und jetzt habe ich die große Freude, Julia Post, die Stadträtin von der Stadt München, zu begrüßen, die uns auf die Reise nimmt, und zwar wie dieses Thema in Bezug auf kommunale Beschaffung und andere Themen behandelt wird. Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Wir freuen uns riesig, dass du bei uns bist. Und du kannst deinen Vortrag sharen und wir ziehen uns jetzt erstmal wieder ein bisschen zurück. Vielen Dank. Und vielleicht noch dich unmuten. So, hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Jetzt versuche ich hier die zu starten. Genau, herzlich willkommen und ich freue mich, dass ich ein bisschen was zu Lieferketten aus Sicht der Kommunen erzählen darf. Ich bin, wie die Katja schon gesagt hat, seit Mai diesen Jahres Stadträtin und ich habe in Klammern auch mal dazu gesetzt, also ich bin heute als Stadträtin hier, ich arbeite auch als Person Vorstandsmitglied im Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Und habe dadurch natürlich verschiedene Perspektiven oder verschiedene Brillen sozusagen auch auf, die ich auch gut in meine Stadtratsarbeit einfließen lassen kann und eben auch noch die andere Seiten sozusagen bei dem Thema kenne. Ich habe euch meine E-Mail-Adresse gleich mal hier schon rein verlinkt. Wenn ihr im Nachgang noch Fragen oder vor allem auch Anregungen habt, dann meldet euch gerne bei mir. Ich habe meinen Urlaub auch schon hinter mir, das heißt, ihr dürft gleich holen. Und ich freue mich, wenn nachher auch ganz viele Fragen kommen. Muss aber dazu sagen, wie ihr seht, ich bin erst seit Mai Stadträtin. Das heißt, wird zwar in der Politik nicht so gerne gesagt, aber ich mache das hier gerne transparent. Ich muss auch noch viel dazu lernen, was Verwaltungsabläufe so angeht und werde bestimmt durch eure Fragen auch ganz viel mitnehmen, vielleicht noch nicht zu allem eine Antwort haben. Genau. Deshalb gebe ich euch gerne auch jetzt erstmal so den Status quo mit, den ich jetzt auch gerade finde bei dem Thema und kann jetzt auch noch nicht verkünden, was wir Tolles erreicht haben, sondern eher, was wir vorgenommen haben. Dazu vielleicht auch eine kleine Rückschau. Also bis 2014 war dieses Thema Schaffung, das ist ja aus unserer Sicht als Kommune sozusagen genau das Pendant zu den Lieferketten, war das sehr prominent angesiedelt beim dritten Bürgermeister. Dann 2014 Wahlen und ja, da eine große Koalition auch im Münchner Rathaus und seitdem hat es mal deutlichen Rückschritt erlebt sozusagen, muss man sagen. Deshalb waren wir sehr froh jetzt als grün-rote Rathauskoalition, dass wir die nachhaltige öffentliche Beschaffung im neuen Koalitionsvertrag auch verankern konnten. Und jetzt sind wir eben auch gerade bei einer Bestandsaufnahme, wie stellt sich das Thema eigentlich dar? Und für uns die große Schwierigkeit, dass jedes Referat selbst für die Beschaffung zuständig ist. Das heißt, dass es auch ja, im Ermessen jedes einzelnen Referatsleiters, der einzelnen Referatleiterin, liegt. Es gibt natürlich Vorgaben und Kriterien,
Die werden aber meines Wissens nach auch noch viel zu lasch überprüft. Und insofern hat man hier wahnsinnig viele Akteure, wo man eben auch, ich sag, einen Bürobedarf, die jede Abteilung dann halt irgendwie bei sich bestellt, eine sehr vielfältige Akteurslandschaft hat und sich da sehr schwer tut, im einmaligen Beschluss zu sagen, da gleich durchzugreifen. Und da braucht es Bildung für die Verwaltungsmitarbeitenden. Und für uns von politischer Seite ist auch so ein bisschen das Problem, dass wenn wir jetzt dieses einzelne Thema nur machen, ist es so ein bisschen wie Mikado. Man knüpft ja gleich an ganz viele andere Punkte auch an und kommt letztendlich nicht drum, sich jetzt auch beim Thema SDGs beispielsweise eine Gesamtstrategie zu erarbeiten. Und da, deshalb bin ich auch jetzt ein bisschen später zu verantworten, gerade erfahren, dass wir eine Programmzusage vom BND Global Kommune bekommen haben und uns nächstes Jahr wird auch auf die Nachhaltigkeitsstrategie im Gesamten zu erarbeiten. Und das wird uns auch bei dem Thema sehr, sehr hilfreich sein. Für uns, ich hatte vorhin auch in den Chat geschrieben und die eine Frage hat mich jetzt bei diesem BioRe auch sehr interessiert. Hat es eine Zertifizierung oder kann man das sozusagen abhängige Bewertung? Weil das ist für uns als Kommune natürlich immer auch ein großer Punkt. Auch wenn es sehr transparent und glaubwürdig sozusagen dargestellt ist. Wir brauchen natürlich irgendein Messinstrument, um zu sagen, warum kaufen wir jetzt vielleicht ein, weil das angeblich nachhaltiger ist. Und deshalb sind für uns nach wie vor natürlich sie ein wichtiger Punkt, selbst wenn die vielleicht sozusagen schlechter sind als andere Produkte. Aber wir müssen es an irgendetwas festmachen. Und ja, das ist einfach für uns auch immer eine große Herausforderung. Wir haben uns im Koalitionsvertrag auch darauf geeinigt, dass wir auch so als Kriterienmaßstab sozusagen uns am Prinzip der Gemeinwohlökonomie orientieren. Aber ich weiß, wenn wir jetzt nicht nur auf München gucken, sondern andere Kommunen oder auch überhaupt die Parteienlandschaft, die darüber dann auch immer entscheidet, dass es da nicht so den einen Goldweg sozusagen gibt. Und ich glaube, um so eine Vergleichbarkeit und auch eine Skalierbarkeit vielleicht sogar zu schaffen, dass auch nicht jede Kommune wieder das Rad neu erfinden muss, wenn sich da irgendwie auch ein Maßstab sozusagen durchsetzt. Ein anderer großer Bereich oder eine Herausforderung aus unserer Sicht ist auch, wir wollen einerseits ja von den Unternehmen, fordern wir da auch was ein, andererseits wollen sie natürlich auch dabei unterstützen. Und das ist, glaube ich, nicht nur auf Bundes- und auf Landesebene so, sondern natürlich auch auf kommunaler Ebene, dass es da schon auch ein Wirrwarr an Förderprogrammen oder Anlaufstellen gibt. Und ich glaube, dass es für die Unternehmen schon auch eine Herausforderung ist. Und ich denke jetzt nicht an die Global Player, die ihre eigenen Abteilungen dazu haben, sondern vielleicht auch für lokalere Unternehmen, die wir auch unterstützen wollen, zum Beispiel bei sowas wie Lieferkette oder so, natürlich nachhaltiger zu agieren. Und da ist die große Frage, was ist da der richtige Hebel und der richtige Ansatzpunkt, um Unternehmen dabei auch zu unterstützen. Ich habe mir überlegt, dadurch, dass wir eben auch noch am Anfang stehen bei diesen Punkten, dass ich euch auch noch ein paar Empfehlungen frisch aus dem Wahlkampf sozusagen auch mitbringe als Unternehmen oder auch Organisationen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Lieferketten oder auch allgemein SDGs überhaupt zum Thema gemacht werden. Also das hat in München gut geklappt, eben von der organisierten Zivilgesellschaft, die da sehr viel Druck gemacht hat und würde ich schon sagen, auch zu einem Spot geführt hat und was auch extrem die Wahlergebnisse beeinflusst hat, finde ich, kann man auf jeden Fall sagen. Dafür ist es wichtig, drei, dass die Zivilgesellschaft sich natürlich auch koordiniert und das nicht nur für den Wahlkampf, würde ich sagen, sondern schon auch außerhalb des Wahlkampfs. Also wenn wir uns SDG
Industries oder auch den Aspekt Lieferketten angucken. Wir in München, wir haben eine ganz vielfältige Verbändelandschaft oder Vereinslandschaft, ganz viele verschiedene Organisationen und NGOs, was toll ist. Aber es macht es eben im Sinne einer Gesamtstrategie manchmal auch schwierig, vor allem wenn auch kein gemeinsamer Funkskatalog von den NGOs existiert. Und wenn vielleicht die NGOs dann auch bei sowas wie einem Zertifizierungsmodell überhaupt nicht einig sind. Also die einen sagen, GWÖ finden wir toll, die anderen sagen, es finden wir blöd. Das macht es natürlich immer schwierig, wenn die Zivilgesellschaft nicht mit einer Stimme spricht. Da auch die Empfehlung, klärt das vorab vielleicht auch unter euch, damit ihr auch eine gemeinsame Forderung an die Politik stellen könnt. Und auch ein ganz wichtiges Thema finde, deshalb hatte ich das vorher auch angesprochen, bis 2014 war das München eben beim dritten Bürgermeister angesiedelt und damit auch bei der Stadtspitze. Das ist toll, aber ich glaube, was verpasst wurde, ist so eine Institutionalisierung des Themas, wo auch wenn die politische Mehrheit dann vielleicht eine andere ist, das einfach weitergeht und das wie so eine geölte Maschinerie einfach weiterläuft und Strukturen geschaffen werden. Das ist jetzt unsere ganz große Herausforderung. Und das ist was, was die Verwaltung oder was eben auch politische Mehrheiten, glaube ich, dann leisten müssen. Und dann komme ich tatsächlich auch mit Fragen an euch, weil es ist ja eine Vernetzungsveranstaltung auch. Und ich würde mich freuen, wenn ich auch was mitnehmen kann. Die Frage an euch, kennt ihr Kommunen, die eben solche Unterstützungsangebote für Unternehmen haben, die gut funktionieren? Da wäre ich neugierig, was ich mit nach München nehmen kann. Auch, was ich schon benannt habe, die Herausforderung der Institutionalisierung. Kennt ihr da Kommunen, bei denen das bereits abgelaufen ist und gut funktioniert, wo ich was mitnehmen kann? Und dann würde mich natürlich auch interessieren, welche Aspekte jetzt von eurer Seite als NGO oder auch als Unternehmen sind sozusagen noch weitere Herausforderungen, wo ihr sagt, da kommen wir bei der Kommune nicht weiter. Also sozusagen, was jetzt nicht aus meinem Blickwinkel ein Problem ist, aber in der Zusammenarbeit oft ein Problem ist, von der anderen Seite, die uns an uns herantreten, an die Kommune. Das würde mich auch noch interessieren, weil das oft bei diesen Prozessen ja auch ganz, ganz entscheidend, dass beispielsweise die Türen offen stehen, dass Akteure wie Social Entrepreneurs eben beispielsweise auch mögliche Auftragnehmer für die öffentliche Vergabe sind, etc. pp. Oft liegt es ja schon daran, dass die Akteure sich untereinander nicht kennen und das gut tut, wenn da beispielsweise ein Austauschformat geschaffen wird, damit man eben in Kontakt kommt. Das können ja auch kleinere Punkte sein, aber das würde mich sehr interessieren, ob ihr mir da noch was auf den Weg geben könnt. Und dann wäre ich schon am Ende und freue mich auf eure Fragen und den Austausch. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Julia. Und jetzt haben wir erstmal schon mal ein paar Fragen. Also vielen Dank für deine Fragen an das Publikum. Das machen wir dann im letzten Segment sozusagen. Also merkt ihr die Fragen, die stellen wir dann auch an das Publikum. Und jetzt hätte ich erstmal ein paar Fragen aus dem Publikum an dich. Die erste ist, welche Zertifizierungsmodelle stehen denn im Fokus bei euch für die Zukunft? Und falls es noch keine Fokussierung gibt, wie erfahre oder informiere ich mich über die wichtigsten Zertifizierungsmodelle, die zum Beispiel in der öffentlichen Beschaffung zentral sind? Genau, im Moment einfach Wert auf die bekannten Siegel sozusagen. Also es war zum Beispiel, vor ein paar Jahren wurden Grabsteine zum Beispiel endlich zertifiziert, sodass man Steine aus nicht ausbeuterischer Arbeit als Kommune beschaffen konnte und sind eben offizielle Siegel. Und wie man sich informieren kann, was ändert, das nehme ich sozusagen gleich als Hausaufgabe mit, dass wenn sich bei uns was ändert, wird es auch gut kommunizieren. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, den ich da gleich mit rausnehme, weil wäre schade, wenn wir da einen großen Prozess hinlegen und
Und wie gesagt, das ist noch keine Zertifizierung, aber ansonsten als Matrix von der Gemeinwohlökonomie haben wir uns eben als grün-rote Koalition im Koalitionsvertrag geeinigt, dass wir uns daran orientieren wollen. Wunderbar, danke schön. Dann gibt es auch gleich eine Frage noch von einer deiner Mitspeakerinnen. Franziska fragt, setzt ihr euch auch mit der Landesregierung auseinander? Bayern hat doch immer noch kein Gesetz, das Nachhaltigkeitskriterien vorsieht, oder? Ja, das ist jetzt was, da muss ich sagen, ich glaube, dafür bin ich jetzt noch zu neu, um diese Kommunikationskanäle wirklich zu kennen. Ist aber dadurch, dass wir die grün-rote Koalition in München sind und wir bekanntlichermaßen auf Landesebene CSU-freie Wähler haben, sind jetzt die Kanäle nicht offen, wie wenn es jetzt die gleichen Parteien wären, sozusagen. Dann gibt es noch ein paar andere Fragen, also auch zum Thema Zertifizierungsmodell. Also falls du das auch noch nicht beantworten kannst, dann sagst du einfach Bescheid. Und vielleicht kann ich auch aus dem nochmal mein Orga-Team fragen, mir noch ein paar Fragen hier reinzustellen. Gibt es denn eine Übersicht über alle möglichen Zertifizierungsmodelle mit den entsprechenden Inhalten, auf die ihr euch bezieht? Gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Auch das nehme ich mit. Ja, also nach meinem Kenntnisstand sind es eben einfach die offiziellen Siegel, also sowas wie GOTS oder was die Lena vorher auch schon vorgestellt hatte. Und da gibt es ja immer wieder offizielle Siegel, auch von der Bundesregierung beispielsweise. Und das sind für uns natürlich Kriterien, ja. Ja, alles klar. Bevor wir quasi die Runde wieder öffnen, vielleicht kann das ganze Orga-Team und auch alle Speakerinnen schon mal langsam anfangen, sich wieder auf Kamera zu schalten. Noch eine Frage von mir. Also was ist denn dein Fokus? Also wenn du auf Lieferketten, auch die Beschaffung in der Kommune und dann auch was ihr vielleicht als Kommune ortsansässigen oder stadtansässigen Unternehmen als Hilfestellung rund um diese Themen geben wollt. Was ist denn da so deine Zielsetzung? Wo möchtest du da gerne hin mit der Stadt München? Ich habe mal vor einigen Jahren ein Praktikum gemacht beim Nord-Süd-Forum hier in München und die haben so den schönen Leitspruch, sie möchten, dass von München kein Schaden für die Welt ausgeht. Und das finde ich ein schönes Leitbild und das möchte ich natürlich auch als Stadträtin verfolgen. Und ich glaube, so um es so die ersten Schritte ganz konkret zu machen, ist für mich wirklich eine Bündelung, eine Art Anlaufstelle, Beratungsstelle für die Unternehmen vor Ort. Und als nächstes, das sind zwar immer nicht so sexy Sachen sozusagen, die man auch gut politisch ins Schaufenster stellen kann, aber sie sind eben elementar wichtig, dass wir das eben in der Verwaltung institutionalisieren und es nicht von der Aufmerksamkeit oder vom Gutdünken einzelner Verwaltungsmitarbeitenden abhängt, ob jetzt der Bleistift, der nachhaltige Bleistift oder der konventionelle Bleistift bestellt wird, sondern dass das einfach sozusagen automatisch passiert. Und ja, ich glaube, wenn wir die zwei Punkte erreicht haben, haben wir wirklich einen großen Hebel betätigt. Die Kommunen geben so viel Geld aus in der öffentlichen Beschaffung, sind ein wichtiger Auftraggeber. Und da wäre ich sehr stolz, wenn wir das schaffen. Wunderbar, sehr schön. Und dann würde ich gerne Alexander einladen, dass du dich auf unmutest und deine Frage an Julia stellst. Vielen Dank. Hallo, liebe Julia. Danke dir für den tollen Vortrag. Meine Frage, die du schon im anderen Kontext noch beantwortet hast, aber ich stelle sie hier gleich nochmal. Was können denn Gemeinwohlökonomie und B-Corp tun, um die Bestrebungen Münchens zu unterstützen, dass von München fortan kein Schaden mehr ausgeht? Wir sind ja dazu schon auch im Austausch und ich glaube, das sind eben wirklich Punkte, dass man zum Beispiel gemeinsam auch herausfindet, welche Referate würden sich beispielsweise als erstes eignen, also wir wollen nämlich zum Beispiel selber als Stadt auch Gemeinwohlbilanzen erstellen und dass man da gemeinsam überlegt, was könnte da ein guter
gutes Referat sein, um da auch einen Vorbildcharakter sozusagen zu haben. Und ja, auch überhaupt in der ganzen Stadtgesellschaft für dieses Thema zu werben und es sichtbar zu machen, weil das ist dann natürlich auch für die Politik immer wichtig, dass wir am Ende sozusagen auch zeigen können, hey, hier hat sich wirklich was bewegt und vieles davon spielt sich sehr im Hintergrund ab und eben auf dieser Verwaltungsebene. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man machen kann, zeigen kann, hey, hier tut sich wirklich was. Sehr schön. Also wir freuen uns auf jeden Fall darauf, vielleicht auch noch stärker mit der Stadt München zusammenzuarbeiten, also auch gerade für dieses Thema, dass davon kein Schaden ausgeht und vielleicht nicht nur kein Schaden, sondern positive Impulse. Und jetzt würde ich mich freuen, also vielen Dank, das waren die Vorträge von unseren Speakerinnen und jetzt würde ich gerne alle Speaker und Speakerinnen und auch unser Orga-Team bitten, dass ihr euch alle wieder auf Kamera schaltet. Und jetzt geht so ein bisschen die Frage an euch, ans Publikum. Und zwar, Franziska hatte ja schon ein paar Fragen, Julia, du hast ja auch schon gerade ein paar Fragen gestellt. Aber vielleicht machen wir das Thema erst mal ein bisschen auf. Und zwar, was macht ihr denn schon zum Thema Lieferketten und vielleicht auch ganz konkret zum Thema Abbau von Ungleichheiten in euren Lieferketten? Und da würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht einfach euch meldet, dass ich euch freischalten kann oder ihr stellt einfach eure Fragen hin. Aber jetzt drehen wir den Spieß ein bisschen um und jetzt warten wir ganz kurz und sind ganz geduldig, bis ihr vielleicht die erste Frage oder die erste Antwort uns gegeben habt, weil wir sind sehr, sehr gespannt auch auf eure Perspektive. Und wenn jemand Mut hat, dann sagt das bitte, dann schalte ich euch so frei, dass ihr eure Perspektive selber teilen könnt. Wer möchte vor? Sonst wird es nämlich hier jetzt ein bisschen unangenehm, es sei denn, ihr könnt ein bisschen Stille aushalten. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, wer du bist. Du hast dich, glaube ich, über Jannekes Link eingeschaltet, aber du bist jetzt auf, du kannst jetzt reden. Die Person, die gerade die Hand gehalten hat. Okay, hört man mich? Wir hören dich perfekt. Okay, super. Also wir sind ein ganz anderes Unternehmen. Wir sind kein produzierendes Unternehmen, sondern wir sind ein Unternehmen, das sich mit Lieferkettenplanung beschäftigt. Und meine Vision eben bezüglich Nachhaltigkeit ist, dass ich gerne eine Software entwickeln würde, die letztendlich eine Planung, die ich mache, also eine Lieferkettenplanung, so gestalten kann, dass sie optimiert ist für die Optimierung SDG 10. Das heißt, SDG 10 soll auch eine KPI sein, also so ein, nennt man ja Key Performance Indicator, dass ich also, wenn ich eine Planung mache, nicht nur nach Kosten oder Durchlaufzeit oder Liefertreue optimiere, sondern letztendlich auch diese Parameter berücksichtigen kann, die heute eigentlich niemanden interessieren, beziehungsweise die Mehrheit vielleicht interessieren, sonst wären wir ja nicht in dem Talk, wenn es nicht solche gäbe, die das interessieren möchte. Und mich würde es konkret interessieren, vielleicht auch Richtung Kommune oder Förderprogramme, weil wir eine kleine Firma sind. Wie komme ich an Fördertöpfe, die mir sowas finanzieren könnten? Ich denke, die Frage ist wahrscheinlich an vielen, vielen Dank. Kannst du deinen Namen noch sagen? Stefan. Ja, Stefan, vielen, vielen Dank für deine Frage. Vielen Dank für deinen Mut. Und das ist vielleicht so ein bisschen eine Frage an Julia. Wie du an solche Fördertöpfe kommst? Genau. Also die genau dieses Thema sozusagen fördern würden. Also ich habe eine bestehende Software, die Lieferkettenplanung macht und die möchte ich um diese Funktionalität letztendlich erweitern. Kostet natürlich ein paar Mark, habe ich Entwicklungsaufwand, muss erstmal eine Analyse machen, wie macht man sowas überhaupt. Brauche vielleicht auch ein Unternehmen als Partner, das interessiert wäre, sowas einzusetzen, als Sparingspartner sozusagen. Ja. Und Sachen müssen dann natürlich betrachtet werden. Also grundsätzlich an alle, nicht nur an dich, dafür sind die Fraktionen immer da. Schreib die einfach an. In dem Fall schreib mich gerne an. Meine E-Mail-Adresse hast du. Und okay. Bitte einfach ganz konkret um einen Termin und sag, du hast hier was du gerne vorstellen würdest. Dann gibt es in der Regel eben, wenn du dann eingeladen wirst, was aber gut der Fall sein kann, gibt es dazu eben
mit den entsprechenden Fraktionsmitgliedern einen Termin, wo du das vorstellst. Und wenn du uns sozusagen überzeugst und wir sagen, hey, das wäre doch cool, dann kann man dazu einfach einen Antrag stellen und sagen, wir wollen so ein Projekt starten. Okay, cool. Das reicht mir. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, lieber Stefan. Ich würde noch gerne was ergänzen, Katja. Du kannst dich auch auf der Seite des Bundeswirtschaftsministeriums erkundigen. Das Förderprogramm heißt Go Digital oder Go Inno. Das ist eine Seite, da gibt es für solche Digitalisierungsprojekte gibt's per se schon mal Fördermittel mit einem relativ einfachen Antrag. Wir haben jetzt hier auch jemanden mit dabei, der heißt Christoph Reitmeier, der kennt sich mit dem sehr gut aus, den kannst du auch ansprechen und chatten oder was weiß ich. Wunderbar, Dankeschön. Dankeschön, Thorsten. Wer möchte noch seine eigenen Perspektiven teilen, also was ihr schon zum Thema Lieferketten macht? Und ich habe jetzt gerade gesehen, ihr könnt einfach neben euren Namen so Hand heben, dann kann ich euch unmuten und dann könnt ihr eure Fragen stellen. Nur Mut. Kommt schon, ich schaue euch mitten ins Herz. Möchte noch jemand? Ansonsten würde ich vielleicht erstmal... Wir hätten schon jemanden hier, Katja. Okay, dann haben wir haben hier Ole. Warte, du kannst reden. Ole, du hast das Wort. Ja, danke. Ist jetzt vielleicht auch nicht der fortgeschrittenste Beitrag, aber ich finde es halt wahnsinnig schwer, als kleines Unternehmen Lieferketten zu optimieren, sage ich mal. Wir sind jetzt auch nicht produzierendes Gewerbe. Was wir halt machen, ist erstmal lokal einkaufen. Da kann man dann natürlich auch mal mit den Anbietern reden, was die so, wie die sich so aufgestellt haben. Soweit sind wir aber noch nicht. Das geht gerade so los, dass wir da auch mal in den Dialog gehen mit den Leuten. Aber Sachen, die man jetzt nicht lokal kaufen kann, sage ich mal, es fällt mir wahnsinnig schwer rauszufinden und zu bewerten, wie nachhaltig die denn sind, sage ich jetzt mal häufig. Bei manchen ist es einfach. Schokolade kann man Fairtrade gut kaufen, sage ich mal. Aber wenn man nach einem Produkt sucht, fehlt mir häufig die Vergleichbarkeit, fehlt mir häufig die Möglichkeit, das gut bewerten zu können. Gibt es da irgendwelche Tipps? Hat da jemand von unserer Runde oder vielleicht auch jemand aus dem Publikum, wenn jemand was dazu zu sagen hat, einfach die Hand heben. Also da gibt es einen Button, wo ihr die Hand heben könnt. Dann kann ich euch unmuten. Und nochmal danke, dass ihr da bei dem Experiment mitmacht. Heiko, ich schalte dich mal frei. Heiko. Ja, hallo und danke. Also ich würde mich da gerne an die Frage von dem Ole einfach anhängen und sagen, als kleines Unternehmen. Heiko, ich habe dich kurz verloren. Hallo, ja, jetzt bin ich wieder da, gleich weg. Also ich möchte mich an die Frage von dem Ole anhängen. Welche Werkzeuge kann man denn kleinen mittelständischen Unternehmen an die Hand geben? So eine Lieferkettenbewertung, so eine, der Begriff ist vorher gefallen, so einen Sorgfaltsplan zum Beispiel aufzustellen. Ja? Also da wäre ich über ein paar Ressourcen einfach dankbar, dass ich sagen kann, ah, da lese ich mich jetzt ein oder schau mal, was es da an Werkzeugen, an Toolkits gibt. Hat da jemand eine Antwort? Thorsten? Also es ist, die Frage ist selbstverständlich hochinteressant. Es kommt halt immer darauf an, wonach du suchst. Suchst du nach Fahrzeugen oder suchst du nach Lebensmitteln, suchst du nach Textilien, suchst du nach, was machst du, wie ist deine Lieferkette? Also die Antwort ist halt jetzt, sage ich mal, denkbar kompliziert. Wichtig ist halt aus meiner Sicht, dass ihr ein System habt, dieses kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Da gibt es halt dieses EU-weite System IMAS. Das betreiben auch einige, die hier jetzt im Chat sich zum Beispiel befinden. Und da ist Beschaffung, und zwar systematische, nachhaltige Beschaffung, die sich immer wieder verbessert, ist da ein großes Kriterium. Und dann kann man über B-Corp oder über GWÖ den Bericht
schreiben. Also GWÖ und B Corp ist ja vor allem ein Berichtsstandard, aber dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess aus den Managementsystemen, der muss halt irgendwie implementiert sein. Zum Beispiel die Stadtgüter München machen immer schon ewig und drei Tage, die Stadtwerke München machen immer, genauso könnte Julia an dich gerichtet, die Stadt München auch immer einführen und als Berichtsstandard dann GWÖ nutzen, zum Beispiel. Und dann findest du auch raus über die Zeit, was sind denn die Tools, die du für deine Produkte, die du sourcen musst, nutzen willst. Weil Tools gibt es natürlich en masse. Aber es ist halt die Frage, ob du Lieferkette, also ob du Consumer-Produkte suchst oder ob du ganz speziell in deiner Branche was suchst. Also ist die Frage halt so nicht zu beantworten, außer mit ja, es gibt Tools ohne Ende. Danke. Dankeschön, Thorsten. Julia, möchtest du darauf reagieren? Oder Lena, du hast dich gerade freigeschaltet. Ja, aber wenn Julia jetzt kurz was direkt darauf erwidern möchte, dann go for it. Erwidern nicht, sondern ich nehme das mit und vor allem die Frage zeigt mir dann eben genau, das ist ja auch die Frage, die ich an euch gestellt hatte, dass dann ja als Kommune, aber auch natürlich andere öffentliche Stellen, die Aufgabe haben, glaube ich, eine gute Kommunikation dazu zu gewährleisten und da die gerade die kleineren Unternehmen auch nicht damit alleine zu lassen. Ich wollte auch noch, ich glaube, vor allem auf Ole was hinzufügen. Also ich merke, dass bei uns immer wieder, dass einfach super viele Leute auf uns zukommen und uns fragen, wie eigentlich unser Ansatz ist und wie wir so vorgegangen sind. Und ich finde das eine ziemlich gute Idee, dass man sich einfach mal Unternehmen anguckt, die, ich weiß jetzt nicht, du hast gesagt, ihr stellt keine Produkte her, ich weiß jetzt nicht genau, was ihr macht, aber andere Leute angucken, die was Ähnliches machen und wo du das Gefühl hast, die machen das eigentlich ganz gut und einfach mal mit denen in Dialog treten. Weil wenn man was Gutes bewirken möchte, dann ist man eigentlich auch in der Regel daran interessiert, dass das andere auch so machen, weil man ja an das Gute denkt und nicht daran, selber damit Profit zu machen. Und deswegen sind eigentlich auch Leute bereit, das zu teilen und da einem so ein bisschen Lernerfahrung mitzuteilen. Und ich würde da einfach total mutig sein und einfach andere Leute mal fragen, wie die das so machen. Und sowas wie heute besuchen, Netzwerken, also das hat auch Einhorn so weit gebracht. Also wir fragen auch immer wieder bei Unis nach und lassen uns da von neutralen Institutionen so ein bisschen beraten, um einfach mal zu hören, weil auch Zertifizierungen sind gut, aber manchmal sagen die halt auch nicht alles aus. Und da ist es auch total gut, manchmal so ein bisschen auf den gesunden Menschenverstand zu vertrauen und so ein bisschen selber sich so ein Bild zu machen aus verschiedenen Perspektiven. Das wollte ich noch sagen. Wunderbar, vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir noch die nächste Wortmeldung. Die Person, die sich gerade zu Wort gemeldet hat, du kannst jetzt reden. Es gibt jetzt eine. War das ich? Ja. Nee, hört man mich? Okay. Die Brigitte? Ja, bitte. Ja. Brigitte? Okay. Ja, hallo zusammen, die Brigitte aus Weilheim. Ich bin auch bei der GWÖ von der Regionalgruppe die Sprecherin. Und zwei Sachen wegen der Kommune. Es gäbe ein tolles Beispiel für die Lieferketten und kommunaler Beschaffung in Österreich, in Vorarlberg. Die Kommune Mäder und Nensing, die hat auch eine GWÖ-Gruppe schon auch vor Ort besucht. Und die Vorarlberger sind uns einen ganz großen Schritt voraus. Die haben so eine Institution, sage ich jetzt mal, die alles, was so die Kommunen brauchen, also vom Bleistift bis zum Computer oder was auch immer, haben die vorher schon getestet. Und dieses, was vorhin angesprochen worden ist, dass man jeder einzeln das macht, das machen die Vorarlberger viel, viel besser. Da ist ein Pool und wenn ich einfach Papier brauche oder Bürostuhl und so weiter, dann gehe ich an dieses, sage ich mal, Umweltinstitut und sage, ich brauche das und dann haben die Arbeit gemacht. Also es fängt dann nicht jeder einzelne Beschaffer in jeder kleinen Kommune damit an. Das finde ich sehr gut. Das wäre, finde ich, ein toller Weg, auf den wir hinarbeiten sollten, damit nicht 100.000 Leute das Gleiche machen und dann trotzdem auf dem Weg dahin scheitern. Sollte man mal nachschauen, wie die Vorarlberger das machen und nachfragen. Wie gesagt, bei der Kommune Mäder und Nensing. Und für mich persönlich, ich habe ein
kleines Unternehmen und wir produzieren unter anderem Kalender. Und da ist es einfach so, Thema Nachhaltigkeit, ich schaue weniger jetzt auf riesige Standards oder Zertifikate, sondern ich schaue mir einfach in der Branche, wo ich mich auskenne, also ich vergleiche halt die Druckereien und mir ist eine langjährige Zusammenarbeit wichtig, auch mit Mitarbeitern, die da glücklich sind und auch kurze Lieferwege und zum Beispiel jetzt bei Druck, ich schaue einfach, was verwenden die zum Beispiel für Farben und da kann ich einfach dann schauen, ja, wie ist denn der normale Standard, da kenne ich mich aus und sind die besser und das wähle ich dann und ob die da jetzt vielleicht ein Zertifikat haben oder nicht, was sie bestimmt haben, aber auf den Homepages von den Firmen, mit denen man direkt in seinem Business zu tun hat, da kommt man dann schon weiter, weil man ja da den Vergleich einfach auch hat. Danke, das war's. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Brigitte. Und jetzt hatte Alexander, du hattest eine Frage oder eine Perspektive? Ja, ich würde auch gerne auf diese Produktzertifizierung nochmal zu sprechen kommen. Denn dieser Wunsch, also alle, die sich in dem Nachhaltigkeitszirkus bewegen, wissen, dass der seit ewigen Zeiten besteht. Es gibt auch, wie worauf Thorsten hingewiesen hat, unzählige Aspekte, unter denen man Produkte dann auch zertifizieren lassen kann, je nach Industrie und je nach sozusagen auch Schutzgut. Aber ich glaube, die Schwierigkeit ist der Wunsch nach einem allumfassenden Produktlabel, das sozusagen sagt, das Produkt ist super. Das wird es nicht geben können. Und ich betrachte mit großer Skepsis, so viel zur Selbstkritik, die Bemühungen in der Gemeinwohlökonomie, da ein Label zu schaffen. Ich glaube, dass all diese Versuche, da so ein allumfassendes Label unter Nachhaltigkeitsaspekten zu schaffen, historisch immer nur als gescheitert angesehen betrachten werden können. Ob das Ampelsysteme waren, ob das der Versuch von Utopia war, da sozusagen ein privatschriftliches Qualifizierungssystem draufzustellen. Das scheitert alles an der Komplexität der Produkte, die es da eben auch häufig betrifft. Denn wer will denn schon sagen, was in diesem Produkt alles drin ist und wo es herkommt und unter welchen Aspekten es eben gut oder weniger gut ist. Und ich glaube, was Brigitte gerade sagte, hallo übrigens Brigitte, ist richtig. Ich glaube, wir sollten weniger dieses abstrakte Vertrauen in Labels haben. Also ich weiß, wir vertreten selber eins und mehr wieder konkretes Vertrauen in die Redlichkeit der Vertragspartner, mit denen man zu tun hat und die eben unterstützen in ihren Bemühungen, besser zu werden. Und ich glaube, dass man gut beraten ist, die sozusagen das Vertrauen in die Label nicht allzu ausgeprägt zu sehen und tatsächlich lieber konkret individuelles Vertrauen in die auszuwählenden Lieferanten hat, die genauer anzuschauen, mit denen zusammenzuarbeiten. So viel meine 5 Cent dazu. Vielen Dank, lieber Alexander. Franziska hatte jetzt gerade noch gesagt, dass Sie bei Oxfam auch grundlegende Kritik an Sozialaudits haben, da diese oft nicht die Realität widerspiegeln. Franziska, möchtest du da kurz dich nochmal freischalten und dann kurz was dazu sagen? Ansonsten würde ich Holger das. So, das ist eigentlich. Bitte. Oder der Satz spricht eigentlich für sich. Also wir beschäftigen uns ja eher mit großen Unternehmen und deren Lieferkette. Und da haben wir eben ja zahlreiche Berichte, wie ich schon sagte, zu tropischen Früchten, Mangos und so weiter. Und da haben wir eben vor Ort immer wieder aufgedeckt, dass die Audits, die eben besagen, dass faire Löhne gezahlt werden, dass Umweltstandards eingehalten werden, dass die der Realität eigentlich teilweise überhaupt nicht entsprechen. In keiner Weise. Ja, genau. Deswegen muss man eine nötige Skepsis halt auch guten Siegeln leider gegenüber bringen. Und wir ziehen es eben vor tatsächlich, dass man sich direkt mit den Herstellern auseinandersetzt und in Dialog tritt. Wunderbar. Also ich möchte dem als Inhaber einer Zertifizierungsstelle voll zustimmen, was du sagst, Franziska. Ich glaube, ich kenne mich in der Normierung, Standardisierung und Zertifizierung doch ganz gut aus, sonst wäre ich nicht seit 10 Jahren in dieser Funktion im Umweltgutachterausschuss am Bundesumweltministerium. Man muss sich schon auskennen, um zu wissen, welches Label was wert ist. Und wir müssen uns auch alle bewusst sein, diese ganzen Labels und Zertifizierungen, vor allem für Produkte, aber auch für Systeme, sind ja oft nur eine Krücke, die einem über den Berg helfen soll, weil der Gesetzgeber keine einheitliche Regelung schafft, kein Level Playing Field. Also dieses Lieferkettengesetz ist halt so unendlich wichtig, weil das würde halt etliche Sozialaudits einfach mal ersetzen oder verbindliche Standards dafür setzen. Und das wollte ich nur noch da
zum Besten geben und sich dann nicht zu sehr darauf zu verlassen, sondern man muss systematisch über die Jahre immer wieder genau hingucken und am besten mit den Lieferanten weiterarbeiten und nicht nur vom einen zum nächsten hüpfen, weil der jetzt das Label hat und jetzt hat der das Label und da kommt wieder ein neues Label, sondern versucht, eure Lieferanten weiter zu qualifizieren, wenn das irgendwie möglich ist, wenn die in eurer Umgebung liegen. Die Lena oder die Kollegin von der Lena hat da ein wunderbares Beispiel letztes gebracht mit dem Naturkautschuk, glaube ich, war es, wie ihr da mit denen zusammenarbeitet. Das ist echt cool. Ja, also sehr, sehr gut. Dankeschön. Wunderbar. Und jetzt sind wir auch schon am Ende angelangt. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken für eure Fragen, für eure Teilnahme, für eure Begeisterung und vielen, vielen Dank auch an alle unsere Speakerinnen, an Thorsten Grantner, an Franziska Humbert, an Lena Ganswind und an Julia Post und natürlich an mein geschätztes Organisationsteam, an Alexander Rossner, Janneke Wagner, Gina Stahl und Michael von Gerichten. Wir haben uns sehr gefreut, euch bei uns zu haben heute bei Lieferketten mit Potenzial. Und wir lassen jetzt auch noch mal ein bisschen den Kanal auf, aber hören auf zu filmen. Und wenn ihr noch ein bisschen da bleiben wollt, könnt ihr das gerne machen. Wir fahren dann sozusagen runter. Noch einmal vielen, vielen Dank. Mein Name ist Katja Bartholmes von B-Lab Deutschland. Und das war eine Co-Produktion von B-Lab Deutschland und der Gemeinwohlökonomie Bayern. Vielen, vielen Dank.